Okay, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Wir sind hier bei Pants Down, ein neuer Fotopodcast, den wir angefangen haben. Was wir machen wollen, ist, wir wollen hier in unregelmäßigen Abständen Hobbyfotografen, Fotografen, Leute, die sich mit Fotografie beschäftigen, vielleicht auch mal Visagistinnen oder auch Models einladen. Einfach Leute vorstellen, die rund um die Fotografie im Internet aktiv sind. Und wollen mal die Leute zeigen, die hinter den Bildern sind, also auch die Personen vorstellen, wo man sie findet, was sie machen, wieso ihr Arbeitsablauf ist und vielleicht ein paar Tipps und Tricks, die man entlocken kann. Wer ich bin, manche mögen mich vielleicht schon aus der Bildbeurteilung kennen. Ich heiße Michael, ich komme aus Unna, bin selber Hobbyfotograf. Mich findet man, wie man auch in den Banner unten sieht, meistens auf Facebook unter www.facebook.com/bergmannfotografie. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen oder so etwas, schreibt mir einfach dort. Falls ihr selber mal in die Sendung kommen wollt, könnt ihr mir natürlich auch dort schreiben. Bin aber heute Abend hier. Heute Abend haben wir hier Tim Rehberg. Hallo Tim. Guten Abend. Schön, dass du Zeit hast. Ja, Ja, danke für die Tim. Einladung. Ja, gerne, gerne, gerne. Tim und ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, verfolgen länger schon unsere Arbeiten, haben uns damals in irgendeiner Gruppe in Facebook kennengelernt. Und ja, was mich an Tim immer schon begeistert hat, das ist so die Natürlichkeit seiner Fotografie. Dass viele versuchen da immer mit Photoshop da Composing so. Und Tim ist da eigentlich immer ziemlich, ziemlich relaxed so. Also stopp mich, wenn ich falsch erzähle. Aber ich glaube, du legst immer sehr viel Wert auf Natürlichkeit und auch die Models machen sehr natürlich und gar nicht mal so überschminken, sondern wirklich ganz natürliche Personen. Teilweise wie sogar eine frische Alltagsperson, natürlich viele hübsche Mädels bei. Mädels sind ja immer, ne? Aber Was muss, wirklich das muss. ganz natürlicher Stil. Ja, das stimmt allerdings. Also, das ist auch mit einer der wichtigsten Kriterien für meine Fotografie, dass ich die Fotografie und die Fotos eben so natürlich wie möglich halte. Sprich, viele Fotos sind teilweise out of cam. Bei vielen ist eine Retuschezeit von vielleicht 2 bis 5 Minuten drinne, bei manchen vielleicht mal 15 Minuten bis eine halbe Stunde. Klar gibt es auch mal ein paar Bilder, wo ich dann sage, okay, da will ich jetzt mal wieder ein richtig Hammerbild machen. Dann dauert das vielleicht immer eine Stunde, aber ansonsten ja, ist die Retuschezeit schon sehr, sehr gering gehalten, eben weil ich es auch hobbymäßig mache und ich das die Zeit ja auch nicht bezahlt bekomme, sage ich mal. Und mir macht eben diese Natürlichkeit von Personen, macht mir sehr viel Spaß und eben das finde ich auch den Reiz an der Fotografie oder an meiner Fotografie, dass man die Natürlichkeit der vielen verschiedenen Menschen eben festhält und klar mit Schminke und Bearbeitung kriege ich jeden Menschen irgendwie gleich hin, aber wenn du eben die Menschen natürlich fotografierst, dann siehst du auch das Unterschiedliche und das macht eben den Reiz, finde Ja, ich, gibt ja im an Endeffekt nachher auch so eine gewisse Effektivität, ne? Also wenn du das wirklich auch mal sagst, ich möchte das irgendwann als Job machen, ist das natürlich die Art zu fotografieren, das Effektivste, was du machen kannst. Also wirklich wenig Equipment, die Bearbeitung reduzieren, wirklich aufs Nötigste reduzieren und trotzdem perfekte Ergebnisse erzielen. Das ist ja eigentlich das, wo man sagen kann, dann arbeiten Fotografen auch perfekt eigentlich. Was bringt mir das, wenn ich ein Shooting mache, mache 5 Bilder und sitze danach noch 10 Stunden bei der Retusche? Dann lieber vernünftig arbeiten und die Bearbeitung nachher reduzieren. Also ich spreche natürlich nicht vom Bildbearbeiter. So Leute wie, weiß ich, Kelvin oder sowas, das sind natürlich Leute, die leben genau davon. Ich meine nicht, dass er nicht fotografieren kann, das kann er sicherlich auch, der gute Mann, aber er lebt halt natürlich von der Retusche, er lebt natürlich von der Bildbearbeitung. Das ist natürlich genau sein Ding. Aber das ist auch so der Weg, den ich mir irgendwann auch mal überlegt hatte. Ne? Was machst du? Willst du Bildbearbeitung, willst du fotografieren? Ich habe immer schon gemerkt, dass gerade das Shooten, und ich glaube, da bist du auch so ein Typ, dass diese Zeit des Shootens auch unheimlich viel wert für dich ist, ne? Ja, also definitiv, der Spaß beim Shooting steht bei mir immer an oberster Stelle und von dem her ist eigentlich jedes Shooting immer ein Erlebnis für mich und ja, eben auch die Menschen kennenzulernen. Ich meine, man fotografiert sie ja nicht nur, man lernt sie auch kennen, man lernt sie in verschiedenen Situationen kennen und man verbringt mit ihnen teilweise 2 oder mehrere Stunden teilweise und das macht mir dann eben extrem viel Spaß und da möchte ich halt die Zeit nicht dann abbrechen oder verkürzen vom Shooting und die Zeit vom PC verbringen und stundenlang retuschieren. Ja. Da verbringe ich dann eben lieber mehr Zeit darin, schöne Fotos zu machen, die Ja. Menschen kennenzulernen, Ja. einen schönen Tag einfach zu haben. Also von dem her kann ich eigentlich schon sagen, dass so ziemlich jedes Shooting für mich immer ein richtig schönes Tageserlebnis ist.
Ja, dann hau doch mal ein Bild von dir raus. Zeig mal eins von deinen Bildern, damit die Leute auch wissen, wovon wir hier reden. Ja, also anfangen möchte ich auf jeden Fall mal mit einem meiner letzten Fotos, was auch mit einer meiner Favoriten ist. Und zwar wäre das die schöne Vanessa. Das ist entstanden auf einem Schulhof in einer Schule hier bei mir in Ettenheim. Und das Ganze ist ohne Reflektor entstanden und ohne Blitz, ohne sonstiges Equipment, nur meine Kamera mit einer Festbrennweite Ja. und ja, eben die Hand als Schattengeber fürs Gesicht und das war es auch schon. Und halt die Bearbeitung, klar, ein bisschen mit den RGB-Linien ein wenig gespielt und Ja. ja, aber ansonsten eigentlich ziemlich natürlich. Ja, es ist eben, aber auch der Trick schon ist schon echt cool mit. Ich habe das irgendwann mal, habe ich das gesehen, im H&M-Katalog war das, glaube ich, ja, da stand halt auch ein Model und es war halt, glaube ich, wirklich so in so einem Wüstenshooting muss das gewesen sein. Sie hielt dann halt so lassiv die Hand so über den Kopf und dachte ja schon, das ist eine coole Idee. Ich meine, normalerweise stellst du halt einen Swatter oder irgendwie einen Reflektor, schaltest die Person ab und dann einfach mal so ganz natürlich, wenn nichts bei hast, lege ich halt die Hand drüber. Cool, super coole Idee. Ja, es ist zwar Okay. jetzt nicht so, ich sag mal, also ein perfektes Foto ist es auf jeden Fall nicht, weil Schatten im Gesicht ist immer für die Fotografie teilweise ein No-Go, aber ich finde, dieser Reiz an dem Foto, man guckt das Foto an und irgendwie hat es einen Reiz und von dem her ist es für mich fantastisch geworden und das Foto liebe ich und jedes Mal, wenn ich aufs Neue das Foto angucke, muss ich grinsen, weil ich weiß, dass das Foto so einfach entstanden ist und das, also ja. Das ist aber auch genau so eine Art, wie ich auch gerne fotografiere. Also ich habe auch oft so Fotos, da kann ich dir gar nicht mehr sagen, technisch perfekt, wahrscheinlich nicht, Fehler drin, natürlich, wahrscheinlich. Aber da habe ich schon beim Fotografieren so ein gutes Bauchgefühl, nenne ich das immer so. Du machst einen Shot und guckst hin auf Displays und du merkst irgendwie so im Bauch, das ist cool, das ist, bringt, das macht mich einfach an, das Bild. Und das finde ich jetzt aber auch ein unheimlich wichtiges Attribut, was Fotografen haben müssen, eben auch ein Bauchgefühl zu entwickeln. Wann haben sie den guten Shot und nicht nur immer verkopft an die Sachen rein. Das erlebe ich auch so oft in irgendwelchen Gruppen, wo da wirklich verkopft ein Bild analysiert wird und immer reingeschaut wird, ah, ist da hier die Linie gerade, ist da und da und zwei Drittel, ein Drittel golden, und was man alles für Techniken und Schnitte und Bildbearbeitung und bla bla bla. Und einfach mal zu sagen, ey, guck dir das Bild an, was eine geile Atmosphäre. Scheiß doch auf den Schatten über mein Gesicht oder hier drauf oder es ist einfach geil, das Bild. Und Ja, also da hast du auf jeden Fall recht. Dieses Bauchgefühl muss auf jeden Fall da sein und das habe ich auch oft. Also jetzt mal ohne mich selbst hier zu loben, aber dieses Gefühl habe ich wirklich öfters, dass ich eben merke, wenn ich das Foto mache, dass ich mir denke, wow, okay. genau. Und dann muss ich noch nicht mal mehr aufs Display gucken, sondern ich weiß jetzt schon, dass das Foto wirklich super geworden ist und dann gucke ich drauf und sehe und dann, klar, dann eigentlich könntest du sagen, okay, das Shooting ist beendet, ich gehe nach Hause, tschüss. Ja, Aber tschüss, alles klar. das kannst du halt auch nicht machen und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber es Ja. ist schön, wenn du weißt, dass so ein Foto dabei ist und wenn du dich dann auch freust, dann daheim an den PC zu gehen, das Foto zu bearbeiten, anzugucken, das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl. Wie lange fotografierst du denn jetzt schon so? Also ich habe angefangen zu fotografieren, das war, lass mich lügen, das müsste so 2007, 2008 gewesen sein, also schon etwas lange her. Damals eigentlich noch keine richtige Fotografie, sage ich mal. Da habe ich durch einen Freund von meinem Bruder, der war Fotofachverkäufer oder ist Fotofachverkäufer, der hatte eine Spiegelreflexkamera und die hatte ich dann eben mal auch mal benutzt und er war dabei bei Festen. Meine Konfirmation hat er Fotos gemacht und dann habe ich halt auch durch die Digitalkamera meiner Mutter so ein bisschen halt das Fotografieren angefangen und dann ging es halt immer peu à peu weiter und ja. Was war so deine erste Kamera, die du hattest? Also meine erste Kamera war eben die Digitalkamera meiner Mutter, die hat sie mir dann auch freundlicherweise geschenkt. Übrigens, danke Mama. Du bist schuld an dem Ganzen. Ja. Nee, und meine erste richtige Kamera war dann meine Sony Alpha 200. Ja. Die habe ich mir damals, ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich neben der Schule gejobbt und der erste Sommerferienlohn kam und dann habe ich mir die Kamera dann im Mediamarkt gekauft und
noch mit Kit-Objektiv, also total anfängermäßig. Ja, und da ging es halt los und dann hat es auch nicht lange gedauert, wo ich dann die ersten Fotos dann gemacht habe. Erstmal nur Naturfotografie. Ja, und dann irgendwann kam ich dann dazu, auch mal ein paar bekannte Freundinnen zu fragen, hey, hättest du mal Lust? Und dann, ja, und dann ging es, glaube ich, los. Also hast du, haben die Leute dich angesprochen oder hast du Leute angesprochen? Also anfangs habe ich Leute angesprochen, das weiß ich noch ganz genau. Und wir haben uns dann getroffen, sind ein bisschen so durch die Stadt gegangen und dann am Stadtrand sind wir dann Richtung Feld hochgelaufen und dann haben wir halt ein bisschen Fotos gemacht. Mhm. Und eben durch den Freund von meinem Bruder habe ich auch schon so ein bisschen von Tiefenunschärfe und Blende und ähnliches ein bisschen mitbekommen. Und das habe ich dann immer mehr ausprobiert und ja, und dann ging es halt los. Also würdest du schon sagen, also so ein Freundeskreis, Bekanntenkreis anfangen, Leute zu fotografieren, wo wahrscheinlich auch dann die Hemmschwelle nicht so hoch ist. Oder vielleicht ist sie gerade deswegen hoch, weil man die Leute kennt. Also ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Weißt du, einerseits sage ich, Freunde zu fotografieren, man kennt sich, da ist schon eine Lockerheit da, man kann sich gegenseitig fotografieren, das macht das Ganze einfacher. Andersrum weiß ich es auch, und das weißt du sicherlich auch, hast du immer, wenn du fotografieren gehst und den Models gegenüber, hast du immer so ein Image-Fotograf. Du bist ja nicht immer hundertprozentig nur der Tim, sondern du bist ja der Fotograf, der hat immer so eine gewisse Art, mit den Models umzugehen und sowas. Also du spielst ja auch eine gewisse Rolle in dem Moment, wo du fotografierst, um die Leute auch zu motivieren. Und das wird ja wahrscheinlich bei deinem Freund nicht, oder deiner Freundin, Freund, Familie, wird das ja wahrscheinlich nicht funktionieren, weil wenn ich mich zum Beispiel vor meine Frau stelle und dann manchmal so agiere, wie ich es zum Beispiel vor den Models mache und so mit Motivation, hey, super geil und sowas, dann fragt die mich, ob ich geraucht habe. Ja, also das stimmt. Auch diese Hemmschwelle, die ist schon auf jeden Fall da. Und ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, was ich lieber mache, meine Familie mal zu fotografieren oder eher fremde Personen, das ist halt zwiegespalten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich meine Familie fotografiere, dann sind die Erwartungen immer schon irgendwie extrem hoch und dann habe ich wiederum Angst, dass ich diese Erwartungen nicht erfülle. Ja. Und das merke ich jedes Mal wieder an Weihnachten, weil dann heißt es so, hey, lass uns doch mal ein Gruppenfoto machen oder du hast doch die Kamera, bring die Kamera mit und mach Fotos an Heiligabend. Und dann denke ich mir nur so, wenn ich jetzt die Kamera raushole, dann bin ich wieder am Fotografieren und nicht am Feiern und da habe ich keine Lust drauf. Und von dem her, also es macht schon Spaß, mal seine Familie zu fotografieren, aber es ist schon irgendwie was ganz anderes wie fremde Personen. Eben wie du gesagt hast, dieses Image-Fotograf bringt ja auch irgendwie so ein bisschen Vertrauen mit und das Vertrauen in die Sache, und das ist ja beim Fotografieren ganz, ganz wichtig, so Vertrauen zu haben. Und wenn du halt zu einem Fotoshooting gehst und die Person vertraut dir und weiß, du bist Fotograf, kennt die Fotos, dann ist ja die Erwartungshaltung für diese Person ist ja irgendwie eine ganz andere, die weiß, okay, er macht Fotos, mir gefallen seine Fotos, ich hätte auch gerne so Fotos, dann wird er das schon so hinkriegen irgendwie. Und dann gibt man auch sein Bestes vielleicht, dann hört man mehr auf den Fotografen, dann hört man mehr auf die Anweisung und ich glaube, das ist bei der Familie eher weniger so. Die haben auch, das, was ich mal so festgestellt habe, ist gerade Leute, die dich kennen, immer sehr ungeduldig sind. Also ich habe das so oft gehabt, dass ich dann irgendwelche Bekannten fotografiert habe und die meinen dann immer, in 2 Minuten ist so ein Shooting durch. Du machst halt 3 Bilder und dann ist auch fertig. Ne? Ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich daran, das liegt mit Sicherheit daran, dass mit denen noch niemand ein Shooting gemacht haben und die nicht wissen, wie ein Shooting-Ablauf ist. Und die wissen sicherlich auch nicht, was es bedeutet, ein gutes Bild von sich zu bekommen. Weil was kennen die denn vom Fotografieren? Dass einer ein Handy rausholt heutzutage oder damals, sag ich mal, so eine 36er Rollfilmkamera und macht dann Klick-Klick und das war's dann. Das ist für die Fotografieren oder fotografiert werden. Und was wir machen, das ist ja teilweise wirklich, ich sag mal, eine Stunde das Bild suchen, die Emotion suchen, den Hintergrund suchen, alles zusammenzupacken, zu komponieren. Und das dauert nun mal länger als 2 Minuten. Und da hapert es oft auch bei den Freunden und Bekannten. Ja, also das stimmt schon. Und bei den Models ist es ja auch oft so, du lädst sie ein und dann hast du ja eigentlich schon so eigene Wünsche, Erwartungen, sag ich mal. Ja. Und dann klappt das auch ein bisschen einfacher bei der Familie, wenn die sagen, hey, fotografierst du mich, dann bist du so, also wenn du mit Models auch Shootings ausmachst, dann weißt du ja ungefähr, was die erwartet oder was, dann wissen die, was sie erwartet ungefähr und
wiederum ich kann erwarten, was sie anzieht zum Beispiel. Wenn man solche Dinge halt vorher abklärt, dann kann man ja schon mal im Kopf so gewisse Ideen vorher erarbeiten oder sich Locations ausdenken, raussuchen oder vielleicht schon sogar vorher planen. Und bei Freunden ist es halt oft so, da heißt es dann, hey, machst du Fotos von mir? Ja, und die sind meistens auch noch überkritisch, das ist ja auch das Schlimme. Ja. Dann hat ja jeder plötzlich Falten und jeder hat ja Augenringe und jeder hat die Haare schlecht und die zerreden hier, dann hast du teilweise schon, wo ich ein Bild sage, wow, da kommst du aber richtig, das sieht richtig gut von dir aus. Ja, und dann ist es aber, dann ist es ja, nichts. Und, oh, mach mal mit Photoshop. Und, ja. Ja, eben, dann kommt immer das gute Photoshop. Dann. Ja, ja. Ja, ja. Jeder Fotograf macht seine Bilder in Photoshop. Ja. Und dann darfst du dann die Traumfigur so zurechtdengeln, am besten in Photoshop. Und natürlich. Dann, ja, ne, also ich sag mal, also die Quintessenz aus dem ist ja eigentlich, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, auf kurz oder lang sollte man schon zusehen, dass man sich so Hobby-Models, Models irgendwie eher nähert, wenn man das wirklich ernsthaft als People-Fotograf betreiben will. Aber als Anfang, gerade um seine Technik kennenzulernen, finde ich das schon völlig legitim. Also ich habe am Anfang das wirklich auch genutzt, um halt meine Technik überhaupt zu beherrschen. Anfang war es halt die Kamera, dann war es nachher die Blitztechnik. Und dann einfach mal, das Schöne ist ja, wenn du so ein Hobbymodel einlädst, dann hast du ja eher schon mal so, dann erwartet die auch so ein bisschen was, ne? Dass da auch nachher ein bisschen was bei rumkommt, dass die auch ein paar hübsche Bilder mit nach Hause nimmt. Ja, und ich sag mal, wenn du bei Freunden halt mal verkackst, dann verkackst du halt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du bist halt, wenn du, ja klar, die Erwartungshaltung bei Models ist halt schon, die machen das ja auch, sie opfern ihre Zeit und dann wollen die ja eben auch gute Fotos haben. Bei Freunden kannst du dann sagen, oh sorry, dann das ist nicht hat nicht funktioniert oder wie auch immer oder die Sonne war zu hell, ich keine Ahnung. Ja. Also von dem her ist es am Anfang auf jeden Fall sehr gut, wenn man jemanden hat, mit probieren kann. Ja. Und das ist eben das ganz Wichtige. Also ich habe bis jetzt noch keine Kamera gehabt, die ich noch nicht aus dem FF beherrscht habe. Und das, finde ich, ist was ganz Wichtiges beim Shooting, weil dann kannst du auch viel schneller auf Situationen reagieren und dann hast du auch viel schneller mal das Foto von dem Shooting. Und darauf kommt es halt auch mal an, immer so ein Goldfoto zu haben, sage ich mal. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du deine Kamera beherrschst, weil wenn jetzt in dem Moment sie anfängt zu lachen und du musst erstmal deine Einstellung wieder checken, das ist halt, dann hast du teilweise den Moment dann ein bisschen verschenkt und deswegen einfach probieren, das ist was ganz Wichtiges und dass du deine Kamera so ein bisschen fühlst, wie auch immer und dass du dann mit der Blende und mit der Verschlusszeit ziemlich schnell und auch vor allem teilweise auswendig ohne hinzugucken, zurechtkommst. Und da ist halt Probieren vorher sehr wichtig. Ja, die Technik darf dich einfach nicht hemmen. Die darf dich nicht aufhalten, sondern die Technik muss einfach da sein, um das Foto umzusetzen. Aber sie darf nicht sie darf nicht Bestandteil deines Arbeitens sein, sondern das musst du nebenbei irgendwann beherrschen. Genau. Ich habe es mittlerweile zum Beispiel, ich mache halt, wenn ich halt wirklich nur Available Light Fotografie habe, dann nehme ich meistens das Live View mit dem Belichtungssimulation, dass ich dann sofort sehe, wie das Bild wahrscheinlich aussehen wird. Dann mache ich aus und fange zu fotografieren. Manueller Modus, ich meine, das wirst du wahrscheinlich auch größtenteils fotografieren, einfach um kontrollierte Bedingungen zu haben. Aber was ich halt sagen will, du solltest halt irgendwann einfach deinen Workflow, wie auch immer der nachher aussieht, mit dem du dich wohlfühlst, wo du dann halt eben auch weißt, auf den kann ich mich verlassen, da kommen die Ergebnisse raus, die ich gut finde, die für mich perfekt sind. Damit du nämlich das machen kannst, worauf es nachher nämlich ankommt, nämlich mit dem Model zu arbeiten. Weil ich merke das selber, also ich habe, wie oft habe ich meine Kamera einfach so an der Seite und quatsche mit der. Teilweise 10 Minuten, Viertelstunde quatschen, gerade die ich noch nicht kenne, dann quatsche ich erstmal sehr viel, ich quatsche, ich habe gar nicht die Kamera vor Augen, ich quatsche mit denen. Und dann plötzlich kommt irgendwie ein Lächeln, klack, 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 dann wird weiter gequatscht, dann wird geguckt, dann sagst du, komm, setz dich mal dahin, setz mal ein bisschen Fuß drüber, klack, schön, schönes Bild und sowas, was du heute so gemacht. Weißt du, dass so eine lockere Atmosphäre entsteht, dass so ein bisschen alles ein bisschen ruhiger wird, nicht diese Fotoshooting-Stimmung aufkommt, sondern eher so eine Quatschen und daneben mal werden ein paar Fotos gemacht, da kommen meistens, finde ich, immer die natürlichen und schöneren Fotos aus. Und das ist, finde ich, auch gerade bei People-Fotografie so unheimlich wichtig, ist diese
dieser psychologische Aspekt, will ich mal vielleicht nennen, also dass du halt auch jemand bist, der so ein bisschen extrovertiert ist, der reden kann, der mit Leuten umgehen kann, der ein bisschen empathisch ist, der die Leute auch abholt, der die Leute einfach aufnimmt und mit denen dieses Shooting macht, aber dass die sich auch wohlfühlen, dass du nicht jemand bist, der einfach nur einen technischen Vorgang macht, sondern wo die Leute sich auch wohlfühlen, wo sie gerne sind, wo sie auch nach den 2 Stunden Shooting nach Hause gehen und sagen, wow, das war aber eine schöne Zeit. Ja. Das ist mir halt auch unheimlich wichtig. Ja, mir ist es halt auch wichtig, dass die Menschen auch nach Hause gehen und sagen, es war eine schöne Zeit und kein schönes Shooting, sage ich mal, weil ein Shooting hört sich dann wieder so nach Job an, aber für mich ist es ja Hobby und ich möchte beim Hobby Spaß haben und von dem her bin ich immer froh, wenn wir halt viel reden und uns kennenlernen und Spaß habe, lachen, Blödsinn machen teilweise auch und dann dabei die schönen Fotos entstehen und dann bin ich jemand, der sagt, oh, war das ein schöner Tag? Und dann bin ich auch nicht jemand, der nach Hause geht und sagt, heute hatte ich ein schönes Shooting, sondern heute hatte ich einen schönen Tag und das beinhaltet bei mir auch ein schönes Shooting. Ja. Und da eben, wie du gesagt hast, so diese lockere Atmosphäre bei dem Shooting, das ist was ganz Wichtiges, weil dann entsteht diese Vertrauensbasis und wenn du diese Vertrauensbasis aufgebaut hast, funktioniert alles viel, viel, viel einfacher. Ja. Und ich glaube, deswegen ist auch die People-Fotografie, so wie ich sie mache, so dieses Natürliche und Einfache, glaube ich, ein bisschen einfacher, wie es zum Beispiel der Kelvin macht mit der Studio-Fotografie, weil der lädt die Models ein und die verdienen auf Stunde und der muss dann schon vorher mit seinem Assistent Gaber natürlich das Licht-Setup testen, damit alles stimmt. Das Model kommt rein, es wird geschminkt und setzt sich hin, er macht ein paar Fotos und dann muss das Foto stimmen und da entsteht keine Vertrauensbasis, finde ich. Da entsteht vielleicht eine gewisse Vertrauensbasis, aber nicht so ein Vertrauen, wie es eben bei so einem lockeren Outdoor-Shooting auf Hobbybasis entsteht. Ja. Das ist halt ganz anderes. Definitiv. Also von dem her. Mir geht es ja auch wahrscheinlich darum, dass die Leute dich buchen als Tim, also dass die halt wirklich sagen, ich möchte nicht einfach shooten, ich möchte nicht schöne Bilder haben, sondern ich möchte von Tim geshootet werden. Ja, das ist mir halt auch immer wichtig, dass die Leute halt irgendwann auch, gerade wenn ich mit Models öfter shoote, dass dann so eine Basis aufbaut, dass sie sagen, boah, mit dem shoote ich gerne, weil ich weiß, das macht einfach Bock, von dem kriege ich geile Bilder und ich möchte immer von Michael geshootet werden, ich möchte von ihm geshootet werden. Das ist geil. Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Und immer wieder kommen auch. Ja. Also da freue ich mich auch immer wieder drauf, wenn ich höre, das war total schön, könntest nochmal. Ja. Also da freut man, das ist halt irgendwie ein ziemlich, ziemlich geniales Lob, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es macht halt auch Spaß, wenn man das dann hört. Und also von dem her, ja. Ich kann dir mal nochmal ein Bild zeigen, was ich nochmal von der Vanessa gemacht habe. Oh. Übrigens, gleiche Location, gleicher Tag, also ist nur ein paar Minuten später entstanden. Nee, früher entstanden. Und zwar ist das Bild hier. Das ist so ein typisches Schnappschussfoto, sage ich mal. Das ist entstanden in einer Situation, wir haben erst im Stehen Fotos gemacht, sie hat ein paar Posen gemacht und dann wollte sie eine rauchen und dann hat sie sich dort hingesetzt und war fertig mit dem Rauchen und dann saß sie dort und wir haben geredet und da habe ich gesagt, du lehn dich mal über und stütz mir deinen Kopf auf und das hat sie dann gemacht und dabei ist das Foto entstanden. Zwar mit Reflektor als Hilfe, zur Ausleuchtung von der Haut, weil das im Schattenbereich gemacht wurde, aber ich finde es ein geniales Foto, also so ein ganz simples und vor allem auch nicht so alltägliches Foto, weil ich meine, wann setzt sich ein Model schon mal so hin, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so die typische Model-Pose, aber ich finde es total genial und die Vanessa mag das Foto auch total. Das ist es ja auch eben. Ich sehe das ja auch so oft, gerade bei Leuten, die anfangen, die holen sich dann Leute vor die Kamera oder Models vor die Kamera. Die Models können nicht posen, die haben keine Ahnung von Posen und dann fangen die an, die in irgendwelche Posen zu zwängen, die Models nicht mal beherrschen. Und dann sieht es meistens aus, ich sag mal, da gibt es also diese typische Hand über den Kopf, wo ich mir denke, was ist los, Achselnässe? Also, nein, das ist, ich sag so, wenn ein Model posen kann, dann lasst sie ruhig posen. Das sieht bestimmt toll aus, weil dann wissen sie, wie sie sich lassiv an der Wand lehnen, wie sie so leicht runterrutschen, einfach sexy in die Kamera gucken oder wie sie entspannt irgendwo sitzen. Wenn die das können, dann lasst sie es machen. Aber wenn die das nicht können, und gerade wenn du Leute hast, die es nicht
noch nicht, also die noch nicht vor der Kamera gestanden hat, dann lass das scheiß Gepose sein. Dann setzt die ganz normal hin. So wie jetzt die Vanessa auch, die saß da ganz relaxed, guckte so ein bisschen in die Kamera. Und das ist ja auch noch so eine zweite Sache. Wenn die mit dem Blicken, also ich meine, ich finde es ja unheimlich wichtig, wie Leute schauen. Also wenn die in die Kamera schauen, ob die einen Blick haben, ob du denen sagst, wow, boah, das sind schöne Augen oder das ist ein Blick oder sowas. Ja. Und auch mal den Mut zu haben, Model an der Kamera vorbeischauen zu lassen, in die Ferne schauen zu lassen, also als stiller Beobachter, so als hättest du gar kein Shooting, sondern du hast sie da irgendwie gerade auf dem Stein erwischt und sie saß da gerade rum und hast mal zufällig einen Schnappschuss von ihr gemacht. Natürlich, Mumpitz weiß auch jeder, dass das Bild sieht, aber es hat diesen Effekt. Ja, das also die Natürlichkeit zu behalten, das finde ich halt wichtig. Ja, das mit diesen Posen, mit den gestellten Posen und wenn die das nicht können, das ist ganz schwierig. Also ich sag auch oftmals, probiert ein bisschen aus vom Spiegel. Das hört sich zwar erstmal blöd an, wenn man das sagt. Und es sieht auch mit Sicherheit auch blöd aus, wenn man das sieht. Also man sollte da vielleicht kein Google Hangout machen, währenddessen man das macht. Aber ich denke mal, so ein bisschen probieren ist schon wichtig und dass man auch sieht, wie man selbst aussieht, wenn man so eine Pose macht. Und wenn man es nicht kann, dann soll man es lassen. Also es gibt genug Fotografen, die ich auch kenne, wo ich auch kein Blatt vom Mund nehme, dass die Posen, die die Mädels teilweise machen, halt einfach schlecht aussehen. Das ist ganz komisch. Also die Fotos wirken ganz billig und schlecht, weil eben die Posen nicht natürlich rüberkommen und auch nicht gewollt. Ja. Und sie transportieren überhaupt keine Emotionen und keinen Ausdruck, nix. Ja. Und das macht dann das Foto kaputt und das finde ich auch schade für die Mädels dann. Und von dem her lasse ich die Mädels bei meinen Fotos meistens selbst entscheiden, was sie machen. Ich gebe oftmals Sachen vor, aber wie sie das jetzt dann im Endeffekt umsetzen, ist denen ihre Sache. Und dadurch kommt auch wieder diese kleine Natürlichkeit wieder rüber. Sie haben zwar eine Vorgabe, aber können sich in dieser Vorgabe noch dezent frei bewegen. Und ich glaube, das macht dann auch eine Einfachheit auch für die Models, weil ich meine, ich fotografiere ja oftmals eigentlich keine Models, sondern es sind Mädels, die das teilweise auch das erste Mal machen oder vielleicht das zweite oder dritte Mal erst. Und das ist ja im Endeffekt für die Fotografie ist es nichts. Also man 5, 6, 7, 8, 9, 10 Shootings sollte man schon haben, damit man sagen kann, man kennt sich, man weiß mit sich was anzufangen. Aber wenn man das erste Mal macht, ist das halt ganz schwierig. Und von dem her finde ich es wichtig, dass man da jemand hat, dem man vertrauen kann und dem man eben so weit vertraut, dass wenn er sagt, lehn dich mal an die Wand, mach mir die Hände an die Wand und einen Fuß hoch und guck mal in die Kamera, dass sie weiß, dass das Foto was wird und sie dann auf sich achten kann. Ja. Also das ist für mich ganz wichtig. Also die Models müssen sich keine Sorgen machen, wie ich das Foto mache. Und wenn ich 5 Meter weit weglaufe, sollen die sich keine Sorgen machen, dass ich jetzt abhaue, sondern das hat dann einfach was mit dem Foto zu tun. Sie sollen auf sich achten und mit sich arbeiten. Und das ist eben die Arbeit des Models. Ja. Und das versuche ich auch immer ein bisschen rüberzubringen, weil ich weiß, was ich mache. Und wenn sie wissen, was sie machen, dann ist das eine ziemlich, ziemlich gute Arbeit, denke ich mal. Ja, und auch eben... Genau, das ist nämlich auch, dass du anfängst, die Models auch nicht überforderst. Also ich habe zum Beispiel mal so als Workflow bei mir, ich fange meistens mit Porträts an. Also wirklich so maximal Brust und gehe dann immer weiter weg und versuche immer. Also habe auch eine relativ steil, gehe ich dann hoch und sage, mal gucken, was mit den Beinen, guck einfach, was geht und überfordere die auch bewusst. Also mit Posen am Anfang einfach zu gucken, was geht, wenn ich die noch nicht kenne. Und wenn ich dann merke, okay, dann nehme ich sie wieder zurück, dann mache ich wieder einfachere Sachen. Und dann merkst du auch so bei den Models plötzlich, boah, der war nicht total angespannt, und dann, oh, jetzt wird es wieder einfacher, schön. Und dann sind die völlig relaxed. Das ist echt, also das hat, finde ich so, das so ganz einfach. Das war so ein Tipp, der mir damals, ich war mal auf einem Workshop von Martin Krolloff, das war so ein Tipp, der mir Martin da gegeben hatte. Und der funktioniert. Der ist wirklich, also der war wirklich tipptopp. Also das funktioniert auf jeden Fall. Also wenn du merkst, dass die Mädels oder Models verunsichert werden, dass man dann nicht weitergeht, sondern wieder zurückgeht, da wo es noch funktioniert hat und sich dann wieder auf ein neues ein bisschen vortastet. Für mich finde ich es auch wichtig, dass ich immer während dem Shooting auch mal kleinere Pausen einlege. Einmal Pausen, damit die Mädels mal wieder so ein bisschen aus diesem Fotografie-Flow rauskommen,
finde ich ganz gut. Vielleicht mal eine rauchen können zwischendrin, wie auch immer. Das lockert ein bisschen auf und dann wird auch die Anspannung mal wieder so ein bisschen weggeblasen. Und was ich auch oft mache, ist zwischendrin die Fotos mal zeigen. Weil wenn die Mädels oder Models sich nicht selber sehen, können sie schlecht mit sich selbst arbeiten und ein bisschen was korrigieren oder wie auch immer. Und wenn Gibst ich du die Kamera aus der Hand? Teils, teils, ja. Echt? Okay, das mache ich nicht. Also bei mir gibt es die Kamera, nee, bei mir gibt es nur Display. Ich möchte nicht, dass du. Du hast aber kein Vertrauen in die Mädels, also wirklich. Es gibt Models, also ich gebe Models, mit denen shoote ich schon länger zusammen, die können von mir aus auch die RAW-Daten haben. Also ganz ehrlich, da bin ich total, also wenn ich Mädels kenne und das Vertrauen, und es gibt welche, mit denen habe ich schon zig Shootings gemacht, die kriegen von mir alles. Also da ist einfach mittlerweile so eine Vertrauensbasis. Aber wenn ich die noch nicht kenne, dann suche ich einen coolen Shot raus und sage, hier, cooler Shot, weil das ist das, ich finde, das Problem ist, wenn du denen nachher ein Bild zeigst und die scrollen durch und sehen auf Bildern scheiße aus, dann ist schon so, ach guck mal, ich sehe schon wieder kacke aus. Oh, kacke. Das ist dann schon fast wieder so, Und deswegen ein richtig geiles Knallerbild zeigen und dann so, oh cool, sehe ich gut aus. Ja, natürlich siehst du gut aus. Ja, also ich mach's mal so, also es gibt Shootings, wo ich mal alle Bilder zeige, wo sie mal komplett mal durchscrollen können und da gibt's dann natürlich auch mal Schnappschüsse, wo die Augen zu sind oder wo man diesen typischen Drogenblick drauf hat oder so, das ist ganz klar, aber dann ist das eher so eine Lastsituation und da wird dann auch sofort gelöscht, dass die auch sehen, dass so Fotos kommen erstmal gar nicht, überhaupt nicht weiter. Mhm. Und dann gibt's auch mal Fotos, wo ich sag so, das ist ziemlich geil geworden, aber da stimmt das und das nicht und da könnte man das und das verbessern und dann sage ich, komm, geh nochmal schnell dahin und dann machen wir nochmal Neues. Ja, und dann baut man da eben so ein bisschen drauf auf und dann macht man eben nochmal ein besseres Foto und so mache ich es halt. Aber es gibt auch Fotos, es gibt auch Mädels, die wollen das gar nicht oder die brauchen das gar nicht, weil sie wissen, dass sie bombastisch hübsch sind und dass die Fotos im Endeffekt alle gut sind. Das ist halt diese Vertrauensbasis. Die sagen sich, okay, der Tim, der macht hammergeile Fotos von mir, dann ich vertraue dem einfach und ich freue mich drauf, wenn er mir die bearbeiteten Fotos dann zuschickt. Aber meistens ist es doch gerade bei wenn die Models noch nicht erfahren sind, ist es doch meistens so, dass sie eher skeptisch sind. Also es ist ja meistens eher so, dass ich so bei Models, die ja schon länger machen, die einfach wissen. Wie gesagt, es gibt auch viele Models, die sehen sich auch eher nicht so als Person, sondern teilweise schon als Objekt. Also die wissen einfach, ich wirke, wenn ich das und das mache, wirke ich so und so und so. Die wissen ganz genau, was abgeht und die gucken sich ein Bild an, ach nee, da gucke ich, die sagen so, ach, da gucke ich ja blöd, da muss ich so und so, nee, okay, machen wir nochmal. Dann sagen die von sich aus, komm, das Bild machen wir nochmal. Ja, aber das ist natürlich schon ein Schritt, den sie haben. Ja. Dann sage ich aber schon, das sind Models. Also da muss ich ganz genau sagen, das sind dann wirklich Models. Also das hatte ich auch schon, ich arbeite ja nicht nur mit den Anfängern, sage ich mal, zusammen, sondern ich habe auch mal zwischendrin echt mal Erfahrene. Und also da kommt sowas schon drin vor. Und das ist auch ziemlich cool als Fotograf dann, wenn du dich dann wirklich nur noch auf den fotografischen Part konzentrieren musst. Das ist auch mega einfach und ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig als Fotograf, dass du das zwischendurch mal machst, weil wenn du jedes Mal auf dich achten musst und auf das Model selbst noch und auf Kleinigkeiten, das ist halt schon anstrengend. Also, aber wenn du dann ein Model vor dir hast, die sagt auf dem Foto, oh nee, der Ausdruck, das machen wir nochmal, dann ist es alles klar, gut, dann nimmst du die Kamera hoch, weil die Einstellungen sind ja noch die gleichen, machst nochmal ein Foto und dann ist sie zufrieden und du auch wieder zufrieden, obwohl es vorher vielleicht auch schon geil war oder so. Aber wenn die Mädels schon wissen, wie sie sich zu verbessern haben, dann ist das ein ziemlicher Vorteil für den Fotografen selbst und auch für die Zeit beim Shooting. Und das ist halt, also es ist schon ziemlich Luxus für einen Fotografen, finde ich, wenn du sowas hast. Wobei ich auch, ich habe das auch schon mal jemandem gesagt, der wollte mit People-Fotografie anfangen, habe ich gesagt, wenn du halt wirklich mal effektiv, also wenn du sagst, ich habe meinen Technikgriff und ich bin jetzt so weit, ich habe auch meine Bildideen und sowas, warum nicht mal Geld in die Hand nehmen und sich ein Pay-Model holen? Vernünftig, das muss man natürlich nachsuchen. Also es gibt natürlich auch viele Models, die Pay machen, wo ich sage, okay, da üben wir mal nochmal. Aber wenn dann mal wirklich auch mal vielleicht auf Empfehlung von anderen Fotografen, wenn man sich wirklich mal ein Pay-Model holen, sich dann mal den ganzen Tag überhaupt keine Gedanken drüber machen zu müssen, ob die Frau posen kann, ob die Frau schminken kann. Manche können ja sich sogar selber schminken. Dann holst du die einfach mal ran und dann weißt du ganz genau, okay, ich fotografiere jetzt einfach mal. Ja, also das ist schon ziemlich genial, wenn man sowas hat. Und sollte eigentlich so ziemlich jeder mal gemacht haben, weil das entspannt einen selber auch ein bisschen und
Es ist auch ziemlich cool zu sehen, wenn man beim Shooting sich mal wirklich nur auf sich selbst konzentrieren kann, dann erfährt man auch vieles über sich selber und auch über seinen Workflow. Und wie schnell plötzlich ein Shooting ist. Ja, das auf jeden Fall. Also das ist der Wahnsinn. Vor allem, wie wenig Fotos man dann auch macht. Ja, also, total. wenn ich von einem normalen Shooting heimkomme, so wie mit der Vanessa oder sowas, dann habe ich mal 300 Fotos auf der Kamera. Ja. Und wenn ich dann halt mal so ein Pay-Model habe oder ein erfahrenes Model, die weiß, mit sich was anzufangen, dann sind es vielleicht 100 oder so. Irgendwie. Aber das ist halt immer unterschiedlich. Aber das ist schon ziemlich cool, wenn man so ein Pay-Model mal hat, die dann auch... Da hast du dann auch wiederum diese Erwartung an sie, finde ich. Also... Du erwartest dann halt auch so, okay, die kann jetzt was und dann hast du auch eine ganz andere Erwartung an die Fotos, dann an die Resultate und das macht halt auch ziemlich Spaß. Dann kannst du dir ziemlich coole Ideen auch einfallen lassen und daraufhin dann arbeiten. Du kannst dich halt auf das Essentielle fokussieren. Du kannst halt wirklich deine Fotoarbeit machen. Du kannst dir fallen auch mehr Fehler plötzlich auf. Das ist ja auch, was ich auch vielen Anfängern halt auch immer sage, leg die Kamera weg, guck dir das Model an. Also du hast diesen unglaublich guten Vorteil als Fotograf, du kannst Leute begaffen, du darfst sie rumdrehen, du kannst sie von oben bis unten angucken und tu das bloß. Ich weiß, wie ich am Anfang da gestanden habe, habe nachher die Bilder geguckt und habe gesagt, ey, scheiße, das Top verzogen, hier das oder irgendwas mit den Haaren stimmt nicht. Und ich sage, hättest du einfach mal hingeguckt. Ja. Aber also das ist auch so eine komische Sache, wenn du dann die Mädels anguckst und dann fallen dir Sachen auf, wo sie dann sagen, okay, wenn du dann sagst, keine Ahnung, irgendwie in deinem, das Top macht am BH irgendwie eine Falte oder sowas, dann denken die so, wo guckst du hin? Aber wenn du dann ein Vorher-Nachher-Foto zeigst, dann fällt denen auch, okay. Und ja, und das muss ein Fotograf machen. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, diese auf Kleinigkeiten achten, habe ich erst gelernt, nachdem meine Mutter mal Fotos von mir angeschaut hat und Kleinigkeiten festgestellt hat, zum Beispiel, dass eine Kette, der Verschluss hinten, dass der so vorne hängt, ja. Vorne hängt oder sowas. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, die du dann sagst, ja, okay, Photoshop, danke. Gibt's ja zum Glück. Aber das sind Kleinigkeiten, wo du Also ich habe, nachdem meine Mutter das kritisiert hat an mir, habe ich angefangen darauf zu achten und seitdem macht mir das furchtbar viel Spaß. Ich achte drauf, wenn eine Strähne nicht richtig liegt oder weil das ist dann für mich, das erleichtert mir dann die Arbeit am PC und ich habe keinen Bock, jedes Foto im Photoshop zu bearbeiten. Also da werden wir ja gleich nochmal drauf kommen, wegen meinem Workflow hast du mir ja geschrieben, die Fragen. Aber die meiste Bearbeitung funktioniert eigentlich in Lightroom und ich habe keinen Bock, jedes Mal mit Photoshop da irgendwelche Dinge zu bearbeiten oder zu verbessern, die ich hätte vorher schon durch einfaches Sagen oder aufmerksam sein hätte korrigieren können. Nein, da bist du ja auch wahnsinnig. Also wenn du da jedes Mal, besonders wenn du Serien schießt, du fängst an, irgendwie eine Serie zu schießen, wo du bei Lightroom ja mittlerweile durch das Synchronisieren super einfach, du setzt eine Farbtonung drüber, bearbeitest ein Bild, machst eine Synchronisation und hast alle Bilder in der gleichen Serie und sehen alle vernünftig gleich aus. Und jetzt stell dir vor, auf jedem Bild hängt die Kette falsch. Ja, eben. Da wirst du doch wahnsinnig. Ja. Aber was ich nochmal zu den Models sagen wollte, was ich halt auch mal wichtig finde, wenn halt ich meine, ich spreche jetzt nicht von Mädels oder Jungs, die einfach mal gerne vor der Kamera stehen wollen. Das ist völlig okay. Aber wenn halt jemand sagt, ich möchte gerne modeln, ich möchte es gerne als Hobby machen, dann erwarte ich aber auch irgendwann, dass die Leute sich wirklich parallel, so wie ich mich auch entwickelt habe. Also ich habe mich mit Blitztechnik beschäftigt, ich habe mir Equipment gekauft, ich bin auch durch Workshops gegangen, habe mich selber weiterentwickelt, habe geübt, erwarte ich das irgendwo auch von diesen Models. Also ich sage dann immer, schau dir Prospekte an, schau dir irgendwelche H&M-Werbung an, Cosmopolitan, irgendwas. Von mir aus auch Germany's Next Topmodel. Ich meine, so dämlich, wie ich die Sendung finde, aber da sind ja natürlich auch ein paar Sachen drin, die passen, ne? Also mal abgesehen von diesen ganzen Zänkereien, passen ein paar Sachen. Und das gehört für mich auch zum Modelsein dazu. Genauso wie ich was von Licht verstehe, möchte ich, dass die halt auch immer lernen, wie ich mich bewege. Nicht overposen, es geht gar nicht mal um die dollsten Posen zu machen, sondern wie ich weiß, wie ich cool dastehe, wie ich cool wirke, Blick üben. Wirklich mal zu sagen, ich reduziere meinen Körper nur auf den Oberkörper, nur aufs Gesicht, stelle mich vor den Spiegel und guck mal so ein paar Blicke. Guck dir Bilder von Angelina Jolie an, wie die guckt, wie die Augen anzieht, wie sie diesen sexy Blick direkt in die Kamera hat. Solche Sachen, die musst du üben. Und das musst du auch üben. Und der Fotograf ist nur da, um die Nuancen zu verschieben. Der ist nicht da, um dir den ganzen Blick vorzumachen, sondern der ist nur da, um zu sagen, ein bisschen weniger,
ein bisschen mehr, ein bisschen weniger oder sowas, einfach nur so Nuancen verschieben. Aber so grundlegend solltest du ein Gefühl dafür bekommen, wie du jetzt aussiehst, dass du wirklich sagen kannst, ich gucke jetzt so und ich weiß ungefähr, wie der andere mich sehen wird. Ja. Ja, also das stimmt, das auf jeden Fall. Also diese Weiterentwicklung ist wichtig und die sollte auch auf jeden Fall da sein bei jemandem, der das auch machen möchte weiterhin. Also wenn ich jemanden fotografiere, weil ich das möchte und weil ich meine, dass sie hübsch ist, dann erwarte ich das nicht unbedingt, weil dann ist das so ein Spaß-Shooting, sage ich mal. Aber wenn das jemand wenn jemand sagt, er möchte jetzt ein Shooting haben und ich shoote ihn und die, also ohne jetzt mal zu übertreiben, aber die meisten meiner Mädels werden nach und nach dem Shooting von mir, wenn die Fotos online sind, von vielen anderen Fotografen angeschrieben. Und wenn die das dann eben weitermachen wollen, dann ist es zwingend notwendig, da auch eine Entwicklung bei dem Model zu spüren, weil sonst halt irgendwann der Fotograf, der andere, die gleichen Fotos wie ich, weil ja. Dann muss sie nur ein Porträt machen oder muss er nur ein Porträt machen und dann hat er fast das gleiche Foto wie ich. Und auf diese Kleinigkeiten dann da diesen Unterschied zu machen, da ist eben diese Weiterentwicklung auf jeden Fall wichtig. Und auch nicht nur die Weiterentwicklung, was das Posen betrifft und den Blick, sondern auch outfitmäßig oder ideenmäßig. Also genau. wenn jetzt ein Mädel sagt, okay, sie kommt zum Shooting und trägt ein weißes Top und eine Jeans, dann ist das okay für das Shooting, dann macht das auch Spaß, weil das ist ein ziemlich lockeres, aber einfaches, schönes Outfit, da kannst du auf jeden Fall was mitmachen. Aber wenn du die dann nochmal einlädst und du fragst, ja, hast du irgendwie so Outfit-Ideen oder ähnliches, weil ich kenne ja den ihr Kleiderschrank nicht, dann ja. Und die sagen mir, ja, das und das und das und das und die kommen dann wieder und bringen wieder ein weißes Top und eine Jeans mit, da sage ich mir, irgendwie, nee. Ja. Also ja. Da müssen dann schon so Kleinigkeiten sein, so mit Accessoires spielen. Also da, man muss sich so ein bisschen darauf vorbereiten, sich freuen und auch mal Kleidung für ein Shooting kaufen. Also ich habe auch gesagt, weißt du, das auf jeden Fall. Ich kaufe da mit Tausenden von Euro ein Equipment auf, um es mal zu übertreiben. Da kann ich auch mal warten, dass ein Model mal nach H&M geht. Und ich meine, Models haben ja meistens noch das Glück, dass sie mit einer 36er Kleidergröße einfach von der Stange kaufen können. Und dann können die auch mal nach H&M gehen und sich mal ein schönes Sommerkleidchen kaufen, das sie vielleicht auch noch so tragen würden. Aber finde ich, das gehört so ein bisschen auch zum Model dazu. Aber kommen wir mal ein bisschen von den Models wieder weg, wieder ein bisschen mehr zu dir. Nicht so viel lästern. Ach, das ist kein Lästern. Ich finde das, nein, ich finde das ganz ehrlich, das finde ich, ich finde, da bin ich immer, ich kriege ja auch oft Kritik, so ich wäre immer ein bisschen zu direkt, zu hart oder sowas und man hat mir auch schon Arroganz vorgeworfen. Wo ich immer auch, nee, Leute, ich sage euch einfach nur ganz direkt, was ich erwarte. Und am Endeffekt haben wir beide was davon. Wir brauchen uns nachher nicht streiten, sondern wir wissen uns genau, was der andere will. Wenn du mir sagst, das und das mache ich nicht, dann akzeptiere ich das. Und das finde ich auch mit den Models, denen das zu sagen, die wissen das doch teilweise gar nicht. Die wissen doch gar nicht, was andere Fotografen erwarten. Und ich glaube mir, der nächste Hobbyfotograf, der die bucht, wird einfach total froh sein, dass ihr das jedem mal gesagt hat. Und so entwickeln die sich auch. Du musst das ja nicht böse sagen, sondern genau wie wir es gesagt haben, das kann man doch erwarten, guck mal, ich habe das, ich biete das und das, wie wäre es denn mal das und das? Man muss es ja nicht so auf den Sklaven so, das muss machen, sondern freundlich, immer freundlich bleiben und da kann man doch Erwartungen schöpfen. Man trifft sich auf Augenhöhe, das ist ja dieses TFP-Shooting, was wir meistens auch machen, im Time for Prints, eben die Zeit opfern, da muss aber auch eine Augenhöhe da sein, da muss ungefähr gleich sein, da muss jeder gleichberechtigt sein. Und wenn der Model, wie du sagst, immer in Jeans und Top auftaucht, muss ich immer sagen, ja, das reizt mich nicht sonderlich, das müsste sie dann auch verstehen. Ja. Aber wie gesagt, kommen wir mal weg von den Models. Jo. So, als du angefangen hast, wie hast du dir das denn alles so beigebracht? Hast du Tutorials geguckt? Also ich bin ja ein totaler Videotutorial-Fan, also ich ziehe mir, glaube ich, so jedes Videotutorial rein, was ich in die Finger kriege. War auch schon auf 2-3 Workshops, die mich aber nur semi weitergebracht haben. Also die waren, das war immer für mich so eher so ein Rudelshooten mit anderen Unbedarften, um es mal böse zu sagen. Da habe ich Sachen gelernt, keine Frage, ich habe auch viele tolle Sachen gelernt, aber ich glaube, das hätte ich auch durch ein Videotutorial geschafft. Also nur mal um kleine Nebenwirkungen zu machen, diese Strecke, diese Let's Bounce heißt die, glaube ich, von Martin Krolop, die auf seinem Blog ist, die habe ich mir reingezogen am Anfang, die ist grandios. Das ist einfach unglaublich, was man in diesen, ich glaube, 30 Videos oder was das sind, lernt. Da lernt man wirklich
fotografieren anfangen. Das, ja. ist grandios. Ja, also diese Video-Tutorials, die sind absolut genial und da bin ich auch dankbar dafür, dass es YouTube gibt und da bin ich auch dankbar dafür, dass es Webcams gibt und Videoaufzeichnungen und sowas, weil das ist wirklich was ganz Wichtiges. Also auf Workshops war ich jetzt leider noch nicht, weil das irgendwie geldlich bei mir ganz ehrlich noch nicht so hingehauen hat in meiner Ausbildung und ja, bei mir ist halt auch so, hier in der Gegend sind auch wenig Fotografen, die das auch anbieten. Also in Freiburg gibt es den Blendwerk Freiburg, der bietet viele Workshops an und der lädt auch oftmals noch bekanntere Fotografen ein. Calvin Hollywood war schon dort, Martin Krohler war schon dort. Also da wäre ich auch gerne mal hingegangen, weil ich Calvin auch mal auf den Horror Nights im Europapark kennengelernt habe privat und er wirklich ein genialer Typ ist und ich auch so seine Fotos absolut bombastisch finde. Auch wenn es nicht mein Bildstil ist, aber ich finde diese Arbeiten, die er macht, finde ich brutal gut und auch sein Marketing, wie er sich verkauft, finde ich brutal interessant. Und allein dafür würde ich schon gerne mal auf so einen Workshop gehen, gerade was das Unternehmen führen betrifft, was das betrifft, seine Marke irgendwie in den Vordergrund zu stellen und voranzutreiben. Also das würde mich auch mega interessieren, weil das ist auch was ganz Wichtiges, wie du dich verkaufst und wie dann jemand auf den Namen zu sprechen ist, wenn irgendjemand Tim Rehberg Fotografie sagt, wie dann eben dieses Feedback auf diesen Namen dann ist. Und das ist was ganz Wichtiges. Und ich glaube, auf solche Workshops werde ich in Zukunft auch gehen. Aber was Workshops betrifft, bezüglich Bildstile oder Fotografieren, werde ich meiden, weil es mir nichts bringt. Ich fotografiere, ich bin so ein Typ, ich bin so selbst eingestellt, dass ich sage, ich fotografiere so, wie ich fotografiere und wenn es jemandem nicht gefällt, dann soll er meine Seite nicht liken, dann soll er meinen Bildern aus dem Weg gehen oder sie ignorieren oder wie auch immer. Ich glaube, so findest du auch nur zu deinem eigenen Stil. Das auf jeden Fall, genau. Wenn du dich beeinflussen lässt, zum Beispiel, wenn du jetzt bei Calvin Hollywood im Studio ist ja jetzt diese Laura Helena noch dabei seit geraumer Zeit und die macht ziemlich krasse Bearbeitung, auch so von Porträts, die macht dann so rosa Licht mit rein und viel Geschnörkel auch so um das Gesicht drumherum, so Blumen gesteckt und wie auch immer. Es sieht wirklich genial aus, ich mag die Fotos und ich bin auch wirklich Fan davon, ich gucke sie mir gerne an, aber ich bin jemand, ich möchte das nicht lernen, ich möchte so meine Fotos nicht machen. Mal ein Foto vielleicht mal so in die Richtung zu machen, gerne, aber dann eher so über die Schiene, dass ich sage, ich gucke mir das Foto an von ihr und denke mir so, wie komme ich zu diesem Ergebnis? Und dann versuche ich eben über eigene Wege diese Sache umzusetzen und da hole ich mir dann Hilfe von einem Freund oder von mehreren Bekannten, die mir dann irgendwie helfen, Equipment leihen oder wie auch immer. Aber so oft auf Workshops zu gehen, wo ich sehe, wie die Bearbeitung läuft für solche Fotos, brauche ich nicht, weil keine Ahnung, ich möchte keinen Fotografen kopieren und ich möchte meinen eigenen Bildstil behalten und auch aneignen und den möchte ich weiterführen. Und fotografisch lernen, weiß ich nicht, ob es da jetzt noch groß was gibt, vielleicht mit Blitzfotografie, wie das noch verfeinert werden kann, ganz klar, aber ich weiß, was... Aber auch da gibt es genug Tutorials. Also ich glaube, dass der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte, was du auch gerade sagst, ist so der Punkt Inspiration. Ich mache das ja auch. Ich schaue mir viele andere Fotografen an, ich schaue mir Portfolios an und es gibt viele, da bin ich einfach positiv neidisch drauf, wo ich sage, das möchte ich auch gerne können, den Bildstil finde ich geil, aber dann natürlich ganz klar immer für mich sage, da möchte ich mein Ding draus machen. Also ich muss da ein Gefühl für haben. Weißt du, ich sag mal so ganz blöd, ich höre keine Opernmusik, also fange ich nicht an, Opernmusik zu machen, sondern ich bin eher so im Metal-Rock-Bereich, also werde ich wahrscheinlich eher in den Bereich reingehen. Also ich werde das so machen, wo ich auch ein Gefühl habe, wo ich einfach weiß, da kann ich das, was ich dort zeigen will, auch rüberbringen. Und deswegen bringen mir auch diese ganzen Workshops, zwar technisch ist das ganz nett, also hier, gerade bei Martin war ich auf dem Workshop, da habe ich natürlich gerade am Anfang war das so, da habe ich ein bisschen was über Blitztechnik und sowas gelernt, das war sehr cool, oder auch jetzt hier die Live-Shows, gerade so, ich habe mal gesagt, so als Einsteiger guck dir die Live-Show
mit Paddy an, hier Patrick Ludolf von 1972, ja, die erste Live-Show mit Martin, da ist einfach die Grundessenz des, wie fange ich am besten mit dem Fotografieren an, kaum Equipment, Licht sehen, Licht verstehen, das ist das, was am Anfang lernen muss. Das ist halt was ganz Wichtiges, also da bin ich auch froh, dass es diese Videos auch eben gibt, das sind so Dinge, die gucke ich mir dann auch gerne mal an, aber dann sind das so Dinge, die gucke ich mir nur im Internet an und da gehe ich nicht auf Workshops, da gibt es genug Tutorials, wie man lernt, wie man Reflektor bedient, was ein Reflektor überhaupt bringt, was es da noch für Arten gibt, wie man Gesichter aufhängen kann für Porträts oder wie auch immer. Das ist ja, bei Martin Krolab war es ja so, da habe ich mir jetzt letztens Video angeguckt, der hat eine Styroporplatte gehabt und hat da irgendwie eine weiße Oberfläche drauf gemacht. Dann ist es erstmal leicht wie sonst was, also du hast kein schweres Equipment mit rumzutragen. Und der Effekt ist genau der gleiche. Also du hast dann Reflektor irgendwie und du hast dann das Gesicht ausgeleuchtet und das sieht wirklich genial aus. Und das sind so Dinge, das sind so Kleinigkeiten, die gucke ich mir gerne an und das finde ich auch wirklich genial bei Martin Krolab. Du siehst so im Hintergrund viele Kleinigkeiten, wo du dir denkst, geile Idee, aber oder das ist es, kannst ja du das nachmachen. Genau das ist es ja, eben diese kleinen Dinge, sich auch mal rauszuschreiben, wirklich zu behalten und die dann umzusetzen. Ich habe letztens irgendwie, hatte ich seinen Roadtrip mir angeguckt und sowas und den habe ich durchgeguckt und habe immer gedacht, okay, kennst du, ja, okay, spannend. Also der ist für Anfänger gemacht, ganz einfach, ist für Einsteiger gemacht. Deswegen, aber da war zum Beispiel ein Bild, da hat er die Dame im Wald fotografiert, genau, am Waldrand fotografiert und das ist natürlich Waldrand, dunkel, Person dunkel, also hat er einen Reflektor aufgebaut. Und ich habe immer so das Problem, ich habe auch irgendwann diesen Sunbounce Mini geholt. Und wenn du den bei Sonne den Model ins Gesicht haust, dann ist die blind danach. Und er hat das Ding einfach mal auf 3 Meter hochgefahren, das Licht von oben nach unten, sodass es eben nicht direkt blendet. Und wo ich dachte, ah ja, da hättest du auch selber drauf kommen können. Aber geil jetzt zu wissen. Ja, und eben. Das ganze Tutorial hat sich für mich schon wieder gelohnt, wegen diesem einen geilen Tipp. Ja. Das sind manchmal so Sachen, na klar kannst du da selber drauf kommen, aber du kommst einfach nicht drauf, weil einfach ein Brett vom Kopf hast und du machst 50 Mal den gleichen Scheißfehler und irgendwann sagt er, machst du das so? Und du sagst, ja, natürlich machst du das so. Ja, das stimmt schon. Aber das höre ich jetzt auch oder höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Das ist eine coole Idee. Weil das der Effekt ist super cool. Natürlich, der Effekt ist ja gleich und es kommt einfach kein Licht von gerade, sondern es kommt von irgendwo oben. Ja. Und das ist ja genauso wie dieses, ich sag mal, durchs Blätterdach fotografieren. Wenn Licht durchs Blätterdach kommt, ist es einfach nicht so krass in den Augen. Und da können die Models viel besser gucken. Ja, das stimmt schon. Also eine coole Idee. Ja. Danke. Nicht dafür. So, ja, und was halt noch so ist, gerade was du angesprochen hast mit Inspiration und Bildideen und Lüste auf Fotos einholen, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein Riesenfan von Sabrina Godier, heißt sie, glaube ich. Die macht wirklich in meinen Augen atemberaubende Bilder, also die hat auch wirklich extrem schöne Models als dort und macht eher so auf Homemade-Schiene Fotos, also alles so Indoor in Hotelzimmern oder ja, okay, so Sachen und dann eher so auf dem Bett mit Available Light, ja, und also da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat auch so eine leichte Schiene von sexy, aber es ist nichts so, dass du jetzt sagen könntest, die Fotos dürften niemals online oder so, sondern die haben einen richtig geilen Stil. Ja, und da muss ich sagen, da bin ich neidisch drauf, weil das ist so, dass man, ich glaube, das macht auch mega viel Spaß zu fotografieren, so mit Available Light und du hast eine ganz andere Atmosphäre. Und also da muss ich sagen, da hole ich mir gerne Inspiration und die, da gucke ich mir auch gerne die Fotos an. Und wer halt absolut mein Vorbild ist, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, ist Christoph Bauer. Christoph Bauer Fotografie. Aha. Den sollte man eigentlich kennen, der ist deutschlandweit unterwegs, der fährt mit der Bahn, also ich habe auch Privatkontakt zu ihm, der fährt mit der Bahn durch ganz Deutschland und fotografiert da die schönsten Mädels und Models und der macht die einfachsten Fotos und ich kenne ihn auch und der hat eigentlich auch nur einen Reflektor dabei und macht die schönsten Fotos und das finde ich eben das Geniale, wenn du dann jemand hast, der mit Fotografie Geld verdient, so sage ich mal, Marketing, ne? Ja, marketingtechnisch absolut erfolgreich ist und beliebt ist, aber fast nichts dabei hat an Equipment, außer seine Kamera und einen Reflektor. Ja. Und das zeigt eben auch, wie einfach das eigentlich geht, wie einfach du Leute beeindrucken kannst.
Und dass es eben nicht auf Equipment ankommt, ne? Dass es eben bei Fotografie nicht auf Equipment ankommt, sondern darauf auf die Idee und wie du sie umsetzt und wie du es zu dir, deinem eigenen Bild machst. Das ist ja auch das ganz Wichtige. Und warte mal, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ach ja, genau, hier war bei Martin auch die Amanda Behrens zum Beispiel. Die macht ja auch sehr viel nur Reflektor und nichts. Grandiose Fotos, einfach geil. Und das ist ja nachher, wenn ich das wirklich als Profi nachher auch mache, das ist ja auch wirklich das Beste, was du machen kannst im Grunde genommen. Du einfacher kannst du nachher kein Geld mehr verdienen. Du hast einen Reflektor und eine Kamera. Ich meine, hallo? Ich brauche mir keine Tausende von Euro für irgendwelche teuren Blitze ausgeben, irgendwelche Lichtformer. Eigentlich vernünftig. Ich meine, klar, das andere hat natürlich auch absolut seine Berechtigung und ist auch geil. Ist auch eine ganz andere Sache. Ich meine, im Fashion-Bereich oder sowas. Du bist gerade, was Hochzeiten oder sowas betrifft, du bist halt unabhängig und wenn du halt einen Termin hast, du wirst halt für eine Hochzeit ein Jahr vorher gebucht und dann steht das Datum und dann bist du dann dort und dann kann es sein, dass es scheiße regnet und dann kann es aber auch sein, dass die Sonne runterbrutzelt wie sonst was und dann hast du das Problem, dann musst du arbeiten und wenn du dann halt ein Equipment hast mit Blitz oder wie auch immer, bist du einfach unabhängiger. Da braucht man sich gar nicht drüber streiten, aber eben diese Einfachheit der Fotos ist halt ein ganz eigener Stil und macht seinen ganz eigenen Workflow irgendwie und eben wie du sagst, du bist halt nicht Stunden damit beschäftigt, dir Sachen aufzubauen, zu testen, die Einstellungen zu testen und dann merkst, oh scheiße, der Blitz ist zu stark und dann hast du einen Schatten. Du hast einen Reflektor, du arbeitest mit der Sonne, du lernst mit der Sonne zu arbeiten, was auch extrem wichtig ist und schwer ist. Also es ist wahrlich nicht einfach, nur mit Tageslicht zu fotografieren, gerade was Schatten unter der Nase betrifft oder unter den Augen. Ja. Und damit zu arbeiten ist schon mal, also wenn man das kann, bist du schon mal ziemlich weit und dann kannst du weitergehen in die Studiofotografie oder wie auch immer. Aber ich glaube, wenn jemand direkt in die Studiofotografie eingeht, ist ein schlechter Weg. Also ich weiß nicht, ob du das ist schwer. Ja, ja. Ich rate auch meistens Leuten, macht's mit Available Light, lass die Blitzerei erstmal anfangen weg. Mir ist eher wichtig, lernt erstmal mit dem Model umzugehen, mit dem Model zu. Wie oft siehst du das? Siehst du gerade bei Anfängern, du stellst ein Model hin, dann stehen die hinter ihrer Kamera und dann macht's klack, 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 klack. Ja. Und dann fragst du dich, redest du jetzt bitte auch mal mit der Dame, dem Herrn dort vorne? Aber nochmal zu den Bildern. Die Art der Bilder, ich habe mich ja immer lange gefragt, was mir jetzt zum Beispiel auch bei meinen Bildern unheimlich wichtig ist. Also mal abgesehen von den Dingen, die wir schon besprochen haben, war mir immer auch mal wichtig, dass diese Bilder so eine gewisse Wertigkeit ausstrahlen. Ich sehe das oft, dass dann werden Bilder nachbearbeitet, Kontraste zermatscht, Farben drüber gelegt und sowas. Und ich finde dann schade nachher, weil dann nachher, da wirkt das halt so totbearbeitet. Oder auch die Art, wie man Leute darstellt oder sowas. Ich möchte nachher, dass dieses Bild so einen gewissen Glamour hat, so ein bisschen Wertigkeit ausstrahlt, dass man sagen könnte, oh, das könnte auch irgendwo ein Magazin sein oder das könnte irgendwo in der Zeitung sein. Das sieht einfach professionell aus. Ja. Das ist mir immer das ist mir wichtig bei meinen Bildern. Es ist halt, bei mir ist es halt so, ich suche mir halt meine Mädels und Models so aus, also wenn ich sie aussuche für Fotoshootings, dann suche ich die auch so aus, dass ich sagen kann, die möchte ich fotografieren, weil sie eben hübsch ist oder weil sie eben diesen bestimmten Charakter, Flair, Ausdruck, wie auch immer hat. Genau. Weil dann hast du eine ganz einfache Sache, du fotografierst, du hast ein hübsches Mädel und dann entstehen gute Fotos und dann hat es auch diesen Wert eben. Wenn du Mädels fotografierst oder jemanden fotografierst, weil du Geld verdienst, du ihn aber nicht hübsch findest, er vielleicht auch gar nicht so hübsch ist, das gibt's ja auch, dann zu fotografieren ist halt schwierig und dann entsteht halt auch nicht mehr dieses Glamour. Ja. Es muss halt auch wirklich so sein, dass ein Foto irgendwie einen gewissen Glamour hat, den Stil einmal zeigt und dann aber auch eben diese Person auch irgendwie diesen Ausdruck, die Person, die Schönheit rüberbringt oder wie auch immer, also irgendwas muss dabei sein. Und wenn du halt, deswegen will ich meine Fotografie niemals beruflich machen, weil dann ist dieser Spaß nicht mehr dabei und dann ich bringe immer den guten Vergleich, wenn du ein Studio hast und du musst davon leben und da kommt jemand rein, wo du sagen würdest, oh yeses, bitte nicht. Und die kommt dann rein und sagt, sie hätte gerne Dessous-Fotos und zahlt dir 300 Euro. Dann sagst du, das durchziehen. Dann sind 300 Euro, boah, geil. Da musst du das durchziehen, aber dann macht dir das keinen Spaß. Und deswegen will ich meine Fotografie immer auf Hobby-Ebene weiterbringen.
da sind wir uns gleich. Ich sehe das genauso. Ist bei dir schon mal ein Shooting richtig in die Hose gegangen? Ja, mehrere. Ja, lob dich, das ist das. Auf den Part habe ich mich sehr gefreut, auf die Frage. Da musste ich auch echt lachen, wo ich die Frage gelesen habe. Und ich muss ja auch gestehen, ich habe, wenn ich das mal so zeigen kann, ich habe mir die Fragen aufgeschrieben und habe mir dann so einen kleinen Text dazu geschrieben. Ach du Scheiße. Damit ich mir eben, also ich lese es jetzt nicht vor oder sowas, aber ich wollte einfach mal niederschreiben, damit mir wieder mal ein paar Erlebnisse hochkommen. Und ich musste echt lachen bei der Frage, weil ich bin, glaube ich, der tollpatschigste Fotograf, den es auf der Welt gibt. Und ich bin so jemand, ich bringe ein Model auf eine geile oder zu einer geilen Location und vorher hat es geregnet am Vortag und sie stellt sich hin und sieht auch echt bombig aus und du machst echt bombige Fotos und es stimmt einfach alles. Und dann gibt es diesen Moment, wo der Tim einfach nur einen Schritt näher kommt und in eine Matsche reintritt und runterrutscht und sich die komplette Hose dreckig macht plus Schuh und so Dinge halt. Also da bin ich halt so jemand und dann ist halt das Shooting eigentlich gelaufen, weil meine Laune ist dann zwar, also ich finde es halt auch lustig, ich bin ja nicht jemand, der dann da hinsteht und dann da motzig ist oder dann halt Gott und die Welt dafür bestraft, dass es gerade passiert ist, also ich lache dann darüber, aber für mich ist dann in diesem Moment das Shooting gelaufen. Okay. Und das für das Model meistens auch, weil sie dann Lachflash hat und dann ist halt schwierig noch sich zu konzentrieren. Wobei ich immer sage, ein Shooting, wo ich nachher nicht aussehe wie eine Sau, war ein Scheiß-Shooting. Also ich robbe ja auch auf dem Boden rum und krieche, aber ich sehe ja halt... Ja, das auf jeden. Sau. Mir ist letztens eins, also ich muss ehrlich sagen, also wirklich kaputt gegangen sind mir noch nicht viele Shootings. Also da waren Shootings bei, die hätte ich, da hätte ich teilweise dieses Model an der Wand nageln können. Das waren aber andere Dinge. Aber letzten Sonntag ist mir erst ein Shooting kaputt gegangen. Da waren wir an so einer Location draußen, wollten so ein bisschen so ein Puppenshooting, sie so wie so eine Puppe schminken, hatte auch Visa, alles dabei. Equip im Bollerwagen rangekarrt, sind eine Viertelstunde Fußweg gelaufen, waren dann vor Ort, haben alles ausgepackt, Kleidung schon ausgesucht, hatten Tisch aufgebaut, damit die geschminkt werden kann. Ja, und dann kamen die Viecher. Dann kamen eine Bremse, zwei Bremsen und das Model hatte die überall hängen nachher, die Viecher. Und das Üble war, die reagierte extrem allergisch drauf. Wir haben dann ganz schnell zusammengepackt, sind dann zurück zum Auto gegangen. Ich hatte sie im Auto sitzen und dann ging dann noch der Kreislauf runter. Ja, dann musste es dann abbrechen. Ach du Scheiße, ja gut, das ist halt eine Extremsituation. Dann kannst du nichts machen. Also ihr war das todpeinlich. Ich habe ja auch gesagt, hallo? Naja, das ist ganz menschlich, ja. Passiert. Also nein, und da musst du, denke ich mal, auch ganz cool bleiben. Also klar hat es mich in dem Moment geärgert. Nicht, ich habe mich nicht über sie geärgert, sondern ich habe mich in die Gesamtsituation geärgert, über die Kackviecher, die da gekommen sind. Das ist das Shooting geplatzt, weil ich hatte echt Bock und es war auch eine coole Idee und wir werden es auch auf jeden Fall wiederholen. Hm. Aber so passiert es halt. Naja, klar. Aber sag mal ganz ehrlich, hattest du schon Ausreden kurz vorm Shooting, dass irgendwer krank geworden ist oder... Ich habe schon mal gesagt, ich shoote nicht mehr. Wenn jedes Mal, wenn ich shoote, sterben Verwandte, Leute werden krank oder irgendwo wird jemand gekündigt oder sei Bahnfahrenverspätung. Ja. Ich habe desaströse Horrorszenarien hervorgerufen durch meine Fotografie. Ja, die kenne ich, die Ausreden. Und ich glaube, umso kürzer die kommen, umso weniger glaube ich sie. Also ich muss ganz ehrlich sagen, durch die Ausreden, die ich schon bekommen habe, könnte ich ein Drehbuch schreiben und das Michael Bay geben und das wäre ein neuer Klassiker im Kino, also definitiv. Da ist 2012 ein Scheißdreck dagegen. Ja. Also, das nervt mich halt extrem. Durch diese Ausreden sind schon so viele Shootings geplatzt und das nervt ungemein. Ich will auch nicht sagen, dass jemand da, dass die lügen. Also das mag auch vielleicht sogar in den größten Teil stimmen oder sowas. Ja. Aber es ist schon komisch. Aber ich finde halt, es sollte einfach mal eigentlich müsstest du mal ein Video machen, dich interviewen oder dich filmen und mal erklären, was da gerade schiefgegangen ist, weil es ist ja nicht so, dass du jetzt ein Shooting ausmachst und einen Zeitpunkt festmachst und du zwei Stunden vorher zwei Stunden vorher aufstehst, duschen gehst, dich anziehst und dann dorthin fährst. Nein, du bereitest dich ja auch vor, was Ideen betrifft, was Outfit, was du chattest vorher mit dem Model.
Eben, du machst dir Gedanken darüber, du überlegst dir, wo gehen wir hin, dann überlegst du dir, was könnte sie anziehen, dann überlegst du dir Make-up-mäßig, du zerbrichst dir ja den Kopf für ein Shooting, das ist echt irre Ja, und da ist ja genau. so viel Vorlaufzeit und das ist dann alles durch so eine blöde Ausrede, weil irgendwas war und in meinen Fällen war es einfach oft so, weil ich ja meistens nur Wochenends shooten kann, dass halt dann die Mädels in der Disco waren und das Peinliche ist dann, die schreiben dir dann, dass sie krank geworden sind oder dass sie nicht können und aus dem und dem Grund und dann siehst du bei Facebook, wie sie auf einmal von der Disco auf einem Foto markiert wurden, weißt du, von dem Vorabend. Und das ist halt dann echt peinlich und das ist Ja. nicht nur einmal gewesen und das nervt mich halt Aber mega. das war dann auch das letzte Mal. Also Ja, also die werden vom, das ja, sind Dinge, also die, solche also Ausreden. ich habe es auch schon, letztens war eine, die schrieb mir morgens, sie hätte einen epileptischen Anfall gehabt und postete mir dann gleich irgendwie ihr EKG-Bild vom Dings. Ich sage so, ich glaube dir das auch so, ganz ruhig. Also ich bin jetzt niemand, der jemand hier gleich auffrisst, wenn er mal ein Shooting absagt. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wenn was dazwischen kommt und wenn was passiert, kein Thema. Und wenn man krank wird, wird man krank. Aber es Es gibt gibt aber halt. Ausreden, die liest man und da weiß man sofort. Naja, erzähl mir nicht. Man war ja früher selber mal Ja, jung und hat Ausreden für ja. die Schule oder sonst irgendwas. Und ja, und was ich mir noch so aufgeschrieben habe, was das mit dem Shooting in die Hose gegangen ist. Ich meine, du willst mich ja auch kennenlernen, von dem her plaudere ich jetzt mal aus dem Hau Nähkästchen. raus, hau raus. Also ich hatte einmal die Situation mit diesem Matsch, wo halt dann das Shooting in die Hose gegangen ist. Dann habe ich mal ein Mädel auf einem Zugwaggon fotografiert. Ein richtig geiles Foto ist entstanden. Und dann dachte der Tim sich, Bildausschnitt, na, da könnte noch mehr gehen. Also geht der Tim einen Schritt zurück und ein Zugwaggon hat ein Loch in die, also das waren diese flachen Dinger, wo so LKW-Anhänger und sowas draufkommen. Und die haben dann ein Loch, wo dann dieses runde Teil von dem Anhänger, von diesem LKW-Anhänger dann reinkommt. Und dieses Loch geht durch bis auf den Boden. Und der Tim ist da reingetreten und hat sich das Knie aufgeschraubt und Aua, beide Ellbogen und die Arme und aua, zum Glück ist aua. der Kamera nichts passiert, aber das war so ein Moment, wo ich dann gedacht habe, so, alles Ja, klar, das war's. das ist ja, was ich bei diesen Lost Places Fotografen. Also ich war einmal in Duisburg, Sinter Anlage, das ist so eine ganz alte Industrieanlage, riesengroß, riesenhoch, super geil. Wenn du reinkommst, denkst du, bist im miesesten Endzeitfilm überhaupt. Und wir haben da so ein Mail-Shooting gemacht. Und ist eine arschgeile Location, keine Frage. Da stehen noch so alte Kessel rum und sowas, ne? Ey, aber ich bin da rumgelaufen. Ich habe echt Rotz und Wasser geschwitzt, ne? Du hast überall so Stahlplatten gehabt, dann hattest du plötzlich hinter dir ein Loch dunkel. Also, ne, ich habe da mal so einen Stein reinfallen lassen. Ja, der ist dann irgendwann nochmal angekommen. Also da waren halt echt Löcher, da ging es mal locker 4, 5 Meter runter. Und wo dann, du kennst dich ja beim Shooten, ne? Ah ja, hier, Ja, klar. Ist Gott sei Dank nichts passiert, kein Model was passiert, wo ich dann mal nachher auch dann zu dem, die das organisiert, gesagt, ey, so, pff, die war echt grenzwertig, die Location, nicht nochmal, bitte. Ja, gut, das ist halt auch gefährlich, wenn du solche, so, ich hatte Haus. auch mal so ein altes Haus in Lava, das war so ein altes Fabrikgebäude und das stand leer und du konntest dann da auch reingehen und dann habe ich da auch zwei, drei Shootings drin gemacht und wo ich das erste Mal reingegangen bin, habe ich dann auf einmal mitten im Weg, wo ich durchgelaufen bin, auf einmal eine Spritze liegen sehen, weißt, das ist halt so was ganz Gefährliches im Endeffekt, Ja, das kann echt in die ja, Hose gehen und da muss man halt ja. echt aufpassen. Ja, das ist auch ganz wichtig. Also wie sagt immer der Schweighofer, das Model muss überleben, ne? Ja, Ja. ja, das kann man sich Ja. als Ziel sagen, ne? Nee, also das ist immer auch übers. Also dem Model darf nichts passieren und das muss alles safe sein, das ist mal ganz wichtig. Aber pass mal auf, kommen wir mal zur Bildbearbeitung. Wir haben ja schon gerade angefangen mit deinem Lightroom. Zeig uns doch mal eins deiner Bilder. Dann können wir vielleicht anhand des Bildes mal so ein bisschen durchquatschen, wie du so an Bilder rangehst. Ja, also dann zeige ich dir mal das Bild hier. Also, das ist die Nadine. Ein absolut brutal schönes Mädel. Und auch mit einem sehr, sehr eigenständigem Stil und ja, Persönlichkeit und von dem her auch brutal interessant auch zu fotografieren. Also, ich hatte sie jetzt schon öfters vor der Kamera und habe auch schon öfter Shootings mit ihr gemacht. Das ist jetzt ein Foto, wo ich sagen würde, das ist so wie du es jetzt siehst,
nicht so, wie es roh ist. Also das Rohbild, das wirst du jetzt auch gleich sehen, ist komplett anders. Also wir hatten an dem Tag leider nicht das Glück, dass die Sonne geschienen hat. Wir hatten tristen Himmel, keine Sonne, kein gar nichts. Und ja, das war halt im Endeffekt nur so ein Probeschuss. Ich habe die Bearbeitung dann gemacht und habe dann immer mehr ausprobiert und habe dann gemacht, oh, das sieht ja eigentlich nicht schlecht aus und sowas. Und das könnte man noch probieren. Von dem her bin ich jetzt froh, dass ich das Bild so hinbekommen habe. Es war so nicht geplant. Aber mit was hast du es bearbeitet? Also das ist jetzt einmal durch Lightroom gegangen, Kleinigkeiten angepasst, Helligkeit ein bisschen angepasst, Kontrast. Schärfst du schon in Lightroom? Ich schärfe auf jeden Fall schon mal so ein kleines bisschen nach. Okay. Aber die eigentliche Schärfe tue ich dann in Photoshop machen. Okay. Also, und das hier ist das Vorher-Nachher-Foto. Ja, massiv, ne? Also da siehst du es halt schon extrem gerade. Also der Bildlook ist komplett anders. Ja. Da siehst du auch das Triste und das Langweilige im Endeffekt, langweilige Farben, und das wollte ich halt nicht so lassen, weil irgendwie das Foto an sich ist cool, das Outfit ist auch cool, die Brille, die hat was, aber irgendwie fehlt da so der Touch halt, und deswegen habe ich mir dann halt eben diese Bearbeitung dann gemacht, und ich muss ganz ehrlich sagen, das Bild ist mit einer meiner Lieblingsbilder dieses Jahr auf jeden Fall. Ja. Ja, und das ist halt. Okay, was hast du, also du hast in Lightroom, hast du jetzt im Grunde genommen wahrscheinlich so ein bisschen Kontraste gemacht, ein bisschen angeschärft, und das war es dann aber auch schon in Lightroom. Das war es in Lightroom, genau. Und dann ist das immer so? Machst du das immer? Nee, eigentlich nicht. Also wie ich hier gerade schon gesagt habe, Lightroom ist eigentlich so mein Hauptprogramm, wo ich Fotos bearbeite mittlerweile. Also am Anfang habe ich das meiste in Photoshop gemacht, aber ich habe dann gemerkt, dass es in Lightroom genauso gut geht, aber schneller und auch irgendwie, was mein Bildstil betrifft, einfacher und genialer, weil du kannst ja da auch solche voreingestellten Bearbeitungszyklen oder sowas erstellen, so Aktionen sind das ja oder sowas, und da kannst du dir ja dann im Endeffekt eins machen, das speichern, und dann öffnest du Fotos und drückst dann da drauf und dann macht es diese Bearbeitung drüber. Und du musst dann nur noch an das jeweilige Bild anpassen. Und das mache ich halt, also das habe ich jetzt mit zwei Stilen gemacht. Die Stile habe ich mir erstellt mit einem ganz einfachen Standardfoto und habe die Stile dann eben gemacht und passe das jetzt nur noch bei den einzelnen Fotos dann im Endeffekt an das einzelne Foto an. Also mal schwäche ich es ein bisschen ab, mal verstärke ich es ein bisschen. Und so mache ich ähnlich. Ja, mache ich auch. Und deswegen, und weil du auch eben in Lightroom diese Regler ziemlich leicht verschieben kannst und schärfen kannst und das machen kannst und das machen kannst. Ich finde es auch schön bei Lightroom, dass du halt auch mal wirklich jetzt ganz einfach Serien, ich meine, das kannst du in Photoshop auch, keine Frage, aber das geht da halt extrem einfach, weil ich finde es zum Beispiel schön, wenn du ein Shooting hast und es hat so einen gewissen gleichen Look. Ich mag es immer nicht, wenn ich Leute sehe, die machen ein Shooting und da siehst du an dem Tag, das eine ist blaustichig, das eine ist grünstichig, das eine ist rot, das andere hat ein bisschen mehr Kontrast. Das sieht alles so. Da habe ich schon keine Lust, so richtig durchzugucken. Die gehen mir nicht so, weißt du, so, wenn ich so sehe, das ist so eine Serie, ach, guck mal, schön, das hat so, das harmonisiert für mich mehr. Deswegen, ich mag eher so Serien schießen. Ja, das auf jeden Fall. Und diese Bearbeitung in Lightroom macht halt auch extrem viel Spaß, weil du auch eben mal so ein bisschen switchen kannst. Du klickst nach links und rechts, links und rechts, links und rechts, und guckst dir immer das Vorher-Nachher-Foto an ein bisschen oder wie auch immer. Und ich weiß nicht, irgendwie funktioniert da dieser Workflow in Lightroom ein wenig besser wie in Photoshop. Photoshop ist bei mir dann wirklich nur noch für Feinheiten da. Also wie man jetzt hier sieht, hat sie durch den Bikini unten drunter, hat sie hier eine Falte an den Brüsten. Ja. Die habe ich dann halt in Photoshop hier weggemacht. Und auch an der Haut so ein paar kleine Unreinheiten oder sowas, die mache ich dann halt weg. Und das sind halt so Dinge, wo ich dann halt Photoshop benutze, das ist ganz klar. Aber das sind dann wirklich nur noch Feinheiten, wo ich dann das eigentlich fertige Bild nur noch in Photoshop hochlade oder reinlade und dann diese Feinheiten bearbeite und dann nochmal abspeichere. Also die meisten fertigen Fotos kommen aus Lightroom. Also Brot und Butter ist Lightroom bei dir, alles klar. Ja, aber war mal ganz ehrlich, das Bild unten, ne? Hättest du jetzt kein Photoshop, hättest du es doch genauso hinbekommen, oder? Also nur mit Lightroom, oder? Nee, nur mit Lightroom eigentlich nicht. Also echt nicht? Momentan bin ich so ein bisschen, das hat man vielleicht auch in meinem Bildstil jetzt in den letzten Fotos gesehen, ich bearbeite momentan gerne mit Verläufen.
Ja. die ich drüber setze. Und auch das hier ist mit einem Verlauf entstanden, da habe ich dann eben so einen leichten Sonneneffekt von Ja. oben links gemacht. Da ziehe ich dann einfach einen orangenen Farbverlauf ins Ja, Unsichtbare. okay. Und das ziehe ich dann einfach runter und mache dann mit weiches Licht oder Aufhellen oder sowas und mache das dann Ja. so 20-30%. Und das kriegt man halt leider in Lightroom, glaube ich, nicht hin. Also müsste ich mich mal in Lightroom nochmal irgendwie reinarbeiten. Aber ich weiß nicht, ob man in Lightroom Schwerer, theoretisch. zumindest schwerer. Also das ist umständlicher. Du, allein schon um dieses Auslaufen, also die Verläufe kriegst du halt im Photoshop wesentlich einfacher hin mit der Maske. Und Das das ist stimmt für schon. mich halt auch keine Arbeit. Ich meine, jetzt Photoshop CC ist brutal schnell geworden Ja. und oder auch CS6 vorher war schon schnell und jetzt mit Photoshop CC ist ja brutal schnell. Das hast du ja Ja. schnell geöffnet Ja. und dann ziehst du deinen Verlauf, speicherst wieder. Das dauert ja keine Minute irgendwie, Ja. da ein Foto Also jetzt ich so habe fertig zu machen. Lightroom wirklich, also es kommt immer so aufs Bild bei mir mal so ein bisschen an. Meistens Bilder reicht für mich, also wenn ich halt merke, ich habe meistens, dass ich mir die Bilder alle hochlade, suche dir meine Bilder aus, ganz normal, und die ich bearbeiten will, die gucke ich mir dann mal erstmal an. Guck, spiele so ein bisschen in Lightroom mit den Regeln rum, und wenn ich da kein Ergebnis finde, dann setze ich das Bild auch meistens zurück und gehe gleich in Photoshop. Also mache in Lightroom dann gar nichts mehr, sondern gehe gleich in Photoshop, weil da habe ich ja im Grunde genommen diesen RAW-Entwickler genauso, wie ich in Lightroom auch habe. Also kann ich da den gleichen Kram auch gleich machen und habe es dann gleich in Photoshop komplett bearbeitet. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr oft in Lightroom bleibe und die Bilder wirklich nur Lightroom abbekomme. Ja, Lightroom ist auch eine feine Sache. Es ist brutal schnell. Ja. Du hast eine Übersicht der Bilder. Du hast Ja. also diese Kataloge. Du hast eben diese Übersicht der Bilder. Dann kannst du schnell bearbeiten. Dann kannst du exportieren. Dann kannst du ja auch Ja. Wasserzeichen gleich mit einfügen. Also für Fotografen wie uns, sage ich mal, ist das wirklich eine richtig feine Sache, weil du sparst Zeit. Und mittlerweile gibt es ja sogar fürs iPad, du kannst es auf dem Laptop Jo. laufen lassen. Und das finde ich halt auch was Wichtiges, weil Photoshop auf einem Laptop laufen zu lassen und dann effizient damit arbeiten zu können, ist ja schwierig, sage Und ich dann mal, auf ist dem schwierig. iPad dann Lightroom gleich mit dem Flaggen. Kennen Sie dieses Lightroom Mobile, dass du dann gleich flaggen kannst? Kannst dann im Grunde genommen, wenn du die Möglichkeit hättest, online zu gehen, das ist halt so ein bisschen blöd mit der Cloud noch so, dass du halt zurzeit musst du ja alles erst in die Cloud laden, dann wieder aufs Pad. Schön wäre halt, wenn man die direkt synchronisieren könnte mit dem Pad, dass man gleich vor Ort mit dem Model sofort flaggen könnte, könnte man gleich sagen, okay, finde ich kacke, finde ich gut, finde ich kacke. Das fände ich noch coole Funktion. Was hast du denn so in Zukunft vor? Hast du irgendeinen Wunsch, noch irgendein Shooting, wo du sagst, boah, das reizt mich, da habe ich voll Bock drauf, das habe ich mal irgendwo gesehen oder sowas möchte ich gerne mal machen oder fühlst du dich angekommen? Also bist du jemand, der sich gerne so in dem Komfortbereich, den er so bedient? Weil das, ich sag, weißt du, viele sagen, ah, du musst Komfortbereich zerbrechen, du musst rausgehen, du musst mal neue Dinge machen. Und ich sage, warum? Es gibt auch einfach Leute, die sind in dem, was sie machen, so gut und werden immer besser. Warum? Bleib doch da drin, bleib doch in dem Komfortbereich. Bau den aus, werd richtig professionell in dem, was du tust. Also angekommen bin ich definitiv noch überhaupt gar nicht. Also für mich ist überall noch Spielraum nach oben. Und gerade was auch meine Technik betrifft, werde ich jetzt vielleicht dieses Jahr hoffentlich noch umsteigen und werde mir da auf jeden Fall auch eine neue Kamera zulegen, neues Equipment, weil ich da auch gemerkt habe, dass ich jetzt mit meiner aktuellen Sony, oh Jesus Gott, mit meiner Nikon D7000 schon fast an meine Grenzen komme, so was mein Bild hier betrifft und auch meine Ja. Möglichkeiten. Auch was Vollformat betrifft, bin ich sehr geneigt, da endlich mal zu wechseln. Und ich glaube, deswegen werde ich auch, also für mich ist das der nächste Schritt auf jeden Fall mal die Technik wieder ein bisschen Ja. voranbringen, Ja. weil du merkst es halt auch irgendwann. Klar ist das eine Mittelklasse-Kamera und du merkst halt so auch da die Grenzen. Ich habe jetzt einen Freund von mir, der hat die Canon EOS 5D Mark III und wenn ich mit der fotografiere, das ist halt Ja. wie auf dem siebten Himmel. Das ist so. Ich weiß, ich besitze sie immer noch. Aber Nee, also das ist wirklich eine weißt du, brutale weswegen ich mir Kamera. die geholt habe? Die habe ich mir eigentlich aus fast nur einem einzigen Grund geholt. Und zwar ist das das Autofokus-System. Ich hatte halt vorher die 5D Mark II und die hatte noch das Autofokus-System aus der 1, aus der Mark 1 raus. Und das ging mir sowas von auf die Nüsse. Du hast ja nur diese neuen Fokuspunkte gehabt und sowas. Und ich bin halt auch jemand, ich mache dieses Fokussieren und Recompose, also dieses Verschwenken, mache ich nicht, weil ich mir da so viel Bilder schon mit verhauen habe. Also ich
setze den Fokuspunkt wirklich auf den Punkt, wo ich auch fokussieren möchte. Also ich verschwenke nicht mehr groß. Ja. Und da ist die Mark 3 einfach geil, ne? Also du gehst da schön an den Rand. Du kannst ja fast am Rand einen Fokus setzen, zack, du kannst das Bild machen. Ja. Und das ist einfach göttlich. Also, ja, also da bin ich halt oft durch meine Kamera ein bisschen eingeschränkt, weil man merkt halt wirklich immer wieder, ja, das ist halt nur eine Mittelklasse-Kamera und da merkt man auch den Unterschied dann zur Profiklasse und das macht halt dann schon viel mehr Spaß. Also in der Hinsicht sehe ich mich auf jeden Fall überhaupt noch nicht angekommen und da bin ich auch froh, dass da die Technik halt immer weitergeht, weil es kommen immer wieder neue interessante Funktionen und aber das ist doch genau der vernünftige Weg, den du auch gehst. Ich sehe das auch so oft. Ich sehe auch Leute, die hobbymäßig fotografieren, die kaufen sich Equipment, kaufen sich da ein Objektiv. Ja, das kannst du eh vergessen. Und dann frage ich sie, wozu brauchst du das denn jetzt? Ja, die sollen gute Bilder haben, die sollen scharf sein, die sollen das sein, die sollen dies sein. Ja, aber ich das weiß ich, die sind geil. Ich meine jetzt hier so ein 35mm Sigma Art, klar, ist das rattenscharf. Aber was machst du damit? Wofür hast du dir das gekauft? Das kannst du sowieso vergessen. Ich kann mit einer keine Ahnung, Canon EOS 550D oder sowas, mache ich dir bessere Fotos wie manche mit der 5D Mark III. Da kann man ganz davon weggehen. Also Technik macht überhaupt gar nichts. Also wenn der Fotograf nicht mit dieser Technik umgehen kann, beziehungsweise als Fotograf musst du halt sehen, dass die Technik nur noch dein Hilfsmittel ist, dein Blick zu perfektionisieren, zu perfektionieren, genau. Danke. Und eine Kamera sollte nicht dich benutzen, sondern du die Kamera. Und das ist halt was ganz Wichtiges. Ja. Und von dem her bin ich auch momentan noch nicht so, dass ich sage, ich mache jetzt keine Fotos mehr, weil meine Kamera scheiße ist, sondern ich benutze sie halt, weil sie noch die Ergebnisse bringt, die ich haben möchte. Aber irgendwann ist halt dann auch mal der Wechsel nötig. Und da gibt es halt dann auch Leute, die kaufen sich dann gleich für 2000 Euro, weil sie es haben oder weil es Mama kauft, eine 5D Mark III oder wie auch immer. Aber die Fotos, und du siehst den Unterschied zu der vorigen Kamera, die Fotos sind keine anderen. Und irgendwie ist es. Ja, weil sie einfach komisch. Das Potenzial dieses Equips nicht ausnutzen. Genau. Und das ist ja, weil sie. Wenn ich mir irgendwas kaufe, wenn ich mir ein Objektiv kaufe, dann kaufe ich mir das meiste mit zum Beispiel das Sigma 35mm, wo ich gerade auch von sprach, habe ich mir geholt, weil ich aber schon im Kopf wusste, da möchte ich die und die Bilder machen. Da weiß ich schon ganz genau, wie das wirken soll und sowas. Und dann hast du einen Einsatzzweck. Und das denke ich auch mal, wenn du dir eine Kamera kaufst, sag ich mal, kauf dir einfach ein Kit-Objektiv. Du weißt doch gar nicht, was du machen willst. Mach doch erstmal. Und dann guckst du ganz genau, ganz gezielt, was ist denn das? Guckst dir Bilder an, sagst, oh, das finde ich stark, da bin ich mit dieser Freistellung da. Ja, dann gehst halt los und kaufst jetzt 50mm 1.8 für 100 Euro und machst erstmal damit rum. Und dann an die Grenzen zu kommen und sagen, ah, da reicht mir aber die Bildqualität insgesamt, dann steigerst du dich. Das Zeug wirst du wieder los. Das ist ja das Schöne an diesen Objektiven, Kamera-Equipment. Das wirst du ja wieder los für einen immer noch guten Preis. Du kriegst ja heute für Kamera-Equipment kriegst du ja wirklich guten Preis. Das ist ja nicht so wie ein Auto, dass du auf dem Hof fährst und es ist noch die Hälfte wert. Ja. Und deswegen, ich sage so, steiger dich. Kauf dir Equipment, das du brauchst, wo du weißt, wofür du es einsetzt. Kauf dir nicht einfach nur Equipment, weil irgendjemand gesagt hat, das ist das beste Porträtobjektiv. Ich sage, hey, so 100 mm, was du da immer sagst, beste Porträtlinse. Ja, ich zum Beispiel, ich finde Porträts mit 200 mm Rotz langweilig. Das ist für mich einfach platt, das ist für mich flach, das ist für mich keine Ebene. Ich mag Weitwinkel, nah rangehen in die Person, Tiefe reinkriegen ins Bild. Aber das ist mein Geschmack, das mag ich. Genau. Und da muss jeder erstmal rausfinden, was er überhaupt für einen Geschmack hat. Ich hab mit dem 85mm 1.8 angefangen und habe dann gemerkt, oh, das ist mir ein bisschen zu weit. Also bin ich dann aus 50mm 1.8 gegangen. Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich auf meiner Kamera nur noch das 85er 1.8 wieder, weil ich merke einfach, dass ich damit meinem Bildstil teuer werde. Aber ich habe das 50mm, weil ich weiß, dass ich es für bestimmte Fotos, die ich umsetzen möchte, haben möchte oder haben oder brauche und deswegen habe ich es eben immer dabei, aber die meisten Fotos mache ich mit dem 85er 1.8 und das ist mir halt, das ist mein Lieblingsobjektiv. Und ja, war auch lange mein Lieblingsobjektiv und dann irgendwann hat sich mein Geschmack verändert. Aber das ist ja das, weißt du, ich sage ja nicht, dass das schlecht ist oder das ist besser oder das, im Gegenteil. Jedes hat seine Berechtigung. 70-200er habe ich mir auch immer geholt, habe ich kaum benutzt, weil ich damit nichts anfangen kann. Das ist aber ein persönlicher Stil. Andere sagen, 70-200, das ist mein Brot- und Butterlinse, die brauche ich immer. Klar kannst du geile Fotos mitmachen, aber wenn das eben nicht deinem Stil entspricht, dann macht es keinen Sinn.
Und das ist eben das Wichtige, dass du rausfindest, was du kaufst. Ich habe am Anfang, hast du Equipment gekauft, was für ein Scheiß ich mir gekauft habe, alles. Nur in der Hoffnung, ah, jetzt machst du geilere Bilder. Jetzt holt sie das super. Und? Ich habe zwei Blitze daheim. Ich habe zwei Aufsteckblitze daheim. Einmal einen von Nikkor und einmal jetzt einen von Yoko, irgendwas da aus China. Aber brauchen tue ich maximal vielleicht einen Ich stehe auf Blitzen. Ich stehe tierisch auf. Ich finde den Blitz, das ist was ganz anderes. Der Blitzlook ist radikaler. Der ist einfach. Ja, das stimmt schon. Also für bestimmte. Wenn du ihn radikal einsetzt, natürlich. Ja, ja, klar. Ja, ich benutze ihn halt meistens vielleicht mal mit einem Stativ und mit einer Softbox vorne dran für Porträts im Tageslicht halt. Gegenlichtaufnahme oder wie auch immer. Da macht schon Spaß, aber wie gesagt, ansonsten bin ich so der Reflektor- oder Available-Light-Mensch. Also ich mag halt das Blitzen nicht so, wenn du einfach sagst, ich nehme es zum Aufhellen, sondern für mich ist ein Blitz halt immer auch klar, ich muss sehen, woher der Blitz kommt. Also magst du meine Fotos nicht? Das finde ich jetzt hart. Nein, also beim Blitz finde ich es halt wichtig, dass du halt auch einen Schatten hast. Also das finde ich unheimlich wichtig. Ja. Klar, es gibt diese direkt in die Fresse, die finde ich auch sehr geil. Würde so Terry Richards so direkt in die Fresse blitzen. Hat auch so richtig quick and dirty, finde ich auch geil. Aber das ist halt dann auch schon wieder sehr radikal. Also ich finde, Blitzlicht muss ein bisschen was Aggressives haben. So. Ja, man sollte es auf jeden Fall sehen. Also wenn du ein Blitzlichtfoto machst und du siehst es nicht, dann macht es keinen Sinn, finde ich. Also, aber dadurch finde ich halt auch, da sollte man sich halt auch grade, auskennen. Grade. Vielleicht ist es, denn es gibt ja auch Fotografen, die setzen Blitzlicht ein und denkst, ja, geil, ist ja Available Light. Nee, nix Available Light. Blitz. Okay, Respekt, geil geblitzt. Ja. Du musst halt wissen, was du machst. Und Blitz ist halt wirklich, das ist nochmal, das sage ich auch den Anfängern, Blitzen ist nochmal, das, was du jetzt in Kamera gelernt hast, ist Blitzen ist nochmal. Also das ist ein ganz eigenes Thema und ein ganz eigenes Hobby für sich. Das auf jeden Fall. Da finde ich auch die Videos beim Krolab ziemlich cool, der erklärt das manchmal ziemlich geil. Definitiv. Der hat auch geile Ideen und zeigt, wie man Blitzlicht geil einsetzen kann. So, Tim, jetzt sind wir hier schon bei weit über einer Stunde. Und da wollen wir heute mal nämlich auf den letzten Punkt kommen. Ja. Ein Punkt, der immer uns allen Hobbyfotografen wehtut. Kritik. Wie stehst du zu Kritik? Wie gehst du mit Kritik um? Ja, wenn ich sie lese, meistens heule ich dann ziemlich arg und muss mir eigentlich so jeden Monat so ein Päckchen Tempus kaufen. Aber nee, Quatsch. Also Kritik ist bei mir immer willkommen. Aber die Menschen sollen dann nicht traurig sein, wenn ich auf die Kritik nichts gebe, weil ich sag mir halt, wie wir das heute schon besprochen haben mit dem eigenen Stil, ich mache die Fotos so, wie sie mir gefallen und wie sie dem Model gefallen. Ich versuche da einen Nenner zu finden, der uns beide befriedigt da und werde das Foto hochladen. Und wenn ich das Foto hochlade, können die Leute das Foto liken bei Facebook oder wie auch immer das funktioniert bei den einzelnen Seiten. Oder sie können es lassen und ignorieren. Aber wenn sie drunter schreiben, dass ihnen der Bildausschnitt nicht gefällt oder dass das Model lieber an der Kamera hätte vorbeischauen sollen statt in die Kamera, dann sage ich mir, ja, schön, dass ihr das so seht, dann hier ist das Mädel, schreibt es an, dass ihr das Fotoshooting auch machen möchtet. Das habe ich Leuten sogar schon geschrieben. Das habe ich wirklich schon Leuten gesagt. Ja, dann lad das Model ein und macht das Foto. Ja, eben. Also es ist halt ganz komisch. Ich weiß nicht, warum Leute sowas als Kritik schreiben, weil das macht keinen Sinn. Das Foto ist fertig, das Shooting ist fertig. Es ist ja nicht so, dass das Model noch neben mir sitzt, wenn ich das Foto hochlade. Ja. Und von dem her ist so Kritik halt falsch am Platz. Aber wenn jetzt jemand schreibt, dass wie das mit dem an der Kamera vorbei schon, dann sage ich mir, okay, danke dafür und dann gucke ich mal, dass ich das vielleicht im nächsten Shooting mal einbaue oder mal als Idee bringe, dass sie das mal ausprobiert und dann gucke ich mal, wird was, passt zu mir, passt zu meinem Stil, passt zu den Fotos oder passt eben nicht und dann lasse ich es auch. Aber meistens, ja. Also ich freue mich über Likes, wie gesagt, das hatten wir heute auch schon, das zeigt ja auch eine bestimmte Kritik oder auch Feedback. Und wenn ich da sehe, dass das eine Foto viel mehr Likes hat wie das andere, dann ist das schön, dann freue ich mich dafür, dann freue ich mich für das Mädel auch, weil das ja auch so ein bisschen Selbstbestätigung dann ist. Aber ansonsten mache ich meine Fotografie so, wie ich sie mache. Ja. Und also ganz ehrlich, ich gebe auf Kritik gar nichts. Also meine These, die werde ich stetig bestätigt eigentlich, dass die meisten, die Bilder kritisieren, das nicht tun, um demjenigen zu helfen, sondern einfach aus Selbstdarstellungsgründen. Ja. Die einfach darstellen wollen, was sie für Know-how haben, was sie nicht alles können, was sie nicht alles wissen und um besser dazustehen.
Und das ist dann auch teilweise dann so lustig, wenn ich mir dann zum Beispiel dann auch so gerade herbe Kritik, dann gehe ich dann so zu den, dann schaue ich mir die Leute an, wer das ist, dann schaue ich mir an, was diese für Bilder machen und dann denke ich mir immer so, okay, ja, auf welchem Level haben wir uns denn jetzt hier getroffen? Also, ja. Ne, das soll jetzt nicht großkotzig klingen oder sowas, nur du musst halt immer abwägen, von wem kommt die Kritik. Weißt du, wenn ich dann jemanden habe, der ist Profi und der sagt mir, würde ich aufpassen hier und hier und hier und hier, dann kann ich mir das auch besser annehmen, als wenn da irgendwie Leute, die ich nicht kenne, ich weiß nicht, wer das ist. Und deswegen weißt bin du, ich zum Beispiel. Kritik wäre was Geiles, wenn jetzt zum Beispiel ein Martin Krolopp unter deinem Bild schreiben würde. Ja, genau. Probiere doch beim nächsten Mal bei so einem Porträt mal mit einer Styroporplatte und darauf eine weiße, glatte Oberfläche den Blitz von oben zu nehmen, dass der Blitz sich in dieser weißen Fläche auf das Gesicht reflektiert. Könnte vom Bildlook her besser kommen, die Augen kommen besser zur Geltung, so Sachen. Dann sage ich mir, geil, Dankeschön, dann like ich das und dann lasse ich die Kritik auch online. Ich lösche auch oftmals Sachen, weil ich einfach sage, das tut dem Mädel nicht gut, das hat einfach da nichts zu suchen. Und aber das ist dann Kritik, wo ich sage, das dürfte von mir aus jeder machen, wenn es so kommen würde, aber das kommt halt leider nicht. Hey, besonders Martin hat dein Bild wahrgenommen. Nein, also ich weiß, was du meinst. Nein, und das ist eben genau, wenn ich weiß einfach so, da kommt einfach fachlich fundierte Kritik und derjenige möchte auch helfen, weil das siehst du ja oft, Leute, die wirklich, sag mal, es drauf haben oder die halt professionell unterwegs sind oder halt wirklich schon länger fotografieren, die machen das ja meistens gar nicht. Die gehen ja, die haben da meistens entweder keine Zeit oder auch keinen Bock zu. Also ich habe das zum Beispiel, wenn ich durch diese ganzen Gruppen da gehe und da sehe ich dann halt irgendwelche Bilder und da kommen ja auch teilweise Fragen, da hast du meistens schon 80 Antworten drunter, sage ich, was soll ich denn jetzt noch meine 81. Antwort da drunter setzen? Ja. Die wird eh nicht gesehen und ist auch irrelevant, weil was soll's. Also ich beteilige mich, ich habe da auch gar keinen Bock zu, mich interessiert dieses ganze Community-Kram, interessiert mich auch meistens nicht. Mich interessiert das Netzwerken, also wirklich Leute kennenlernen, wo ich sagen kann, hey komm, treffen wir uns morgen, wir machen zusammen Fotos und sowas. Das ist das, was mich interessiert, das finde ich auch cool, oder Visas kennenlernen, Models kennenlernen, aber dieses ganze sich gegenseitig da Argumente, die ja meistens sowieso nur im Streit enden, weil der eine meint, der eine ist döver und der andere ist noch döver. Dann gewinnt der, der die meisten Likes unter seinem Beitrag. Ja. Also das ist ganz komisch. Interessiert mich alles nicht. Ja. Ja, was ich noch gerne mitgeben wollte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich habe einmal am 26. Juli, weil du mich ja gefragt hast, so wegen Wunschshooting, ich habe am 26. Juli möchte ich ein Charity-Projekt in Ettenheim starten. Ich mache zwischenzeitlich immer mal ein paar so Projekte in Anführungsstrichen. Und das wird eben so stattfinden, dass dann sich jemand oder sich alle anmelden können. Und dann machen wir einen Termin an diesem 26. Juli. Und die kommen dann dorthin, dann machen wir ein Foto, dann kriegen diejenigen ein bearbeitetes Foto von sich, bezahlen einen freiwilligen Beitrag, den sie bezahlen möchten. Und dieser komplette Erlös geht dann an einen privaten Kindergarten in Ettenheim. Okay, und, das ist cool. Announcest du das noch auf deiner Seite? Habe ich schon mittlerweile und ich werde jetzt dann auch die Tage noch Details dann posten, was den Kindergarten betrifft und ähnliches. Und ja, sehr cool. Ja, sowas finde ich ja cool. Sowas finde ich sehr geil. Ich habe das einmal mitgemacht, da haben wir für damals, was war das, Philippinen? Eben, wo eine Überschwemmung, da war auf jeden Fall ein Tsunami. Da haben wir halt auch haben wir Familien mit Kindern geshootet. Die haben dann immer, haben wir gesagt, mindestens 10 Euro, dafür kriegt er irgendwie 5 Bilder. Die haben meistens immer viel mehr gegeben, weil sie eh spenden wollten und sowas. Und wir haben das dann zusammen dorthin und hingeschickt und sowas. Ich finde sowas ja immer grandios, weil dann hat deine Fotografie überhaupt plötzlich mal einen Sinn, ne? Ja, klar. Wow, wie geil, ich kann endlich mal was bewegen mit dem, was ich hier jeden Tag mache. Also ich finde das cool. Deswegen, ja, ich hoffe, du kriegst da genug Support. Ja, danke schön. So. Was habe ich denn noch? Du hast heute die famous last words. Ja, also ich kann eigentlich nur noch sagen, dass ich meinem Freund Christoph Bauer für seine Genesung, der hatte ja einen schweren Schlaganfall leider, was mich auch sehr umgehauen hat, weil ich schockiert war. Ich kann ihm an dieser Stelle nur die besten Glückwünsche überreichen und hoffe, dass er schnell wieder gesund wird und dass du uns sehr schnell wieder mit deinen wunderschönen Fotos beglücken wirst. Aber ja. Ich kenne dich nicht, aber auch von mir alles Gute. Ja, ich kann dir nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Das ist ein wirklich. Vielleicht sitzt er mir ja irgendwann mal gegenüber hier. Ja, vielleicht. Ja, ansonsten möchte ich mich auf jeden Fall bei dir bedanken für den lustigen Talk hier. War für mich auch auf jeden Fall mal eine
Eine sehr interessante Sache, habe ich noch nie gemacht und hoffe ich, dass du da sehr erfolgreich sein wirst und ich werde dich da auch dabei supporten, wie es nur geht. Und ja, möchte mich halt ganz herzlich dafür bedanken und ich hoffe, dass dieser Talk Interessenten findet und auch meine Fotografie-Interessenten findet. Da Ja. gehe ich von aus, haben sie schon genug. Ah, du hast schon massig Likes. Da werden immer noch mehr dazukommen, da bin ich überzeugt. Ja, ich hoffe, ich kriege den unfallfrei auch hoch auf YouTube, sodass ich ihn auch mehreren zur Verfügung stellen kann. Wie gesagt, heute erste Sendung. Und da werden sicherlich welche folgen. Ich habe da schon mehrere andere Fotografen in der Pipeline. Ich hoffe, dass das hier eine Serie wird. Da bin ich echt gespannt. Ja, also. Vielleicht treffen wir uns auch mal in einem Jahr wieder, dann stellst du mal so deine neuesten Projekte hier vor, was du so vorhast, vielleicht andere Sachen, die du machst oder deine Entwicklung auch mal siehst. Ja, also ich bin nicht abgeneigt. Also wenn du mich nochmal hören und sehen möchtest, Aber gerne. sag Bescheid und dann kriegen wir das nochmal hin. Ja, ansonsten Da zeige ich nochmal. jetzt hier Zeig nochmal nochmal ein bitte das paar. eine Bild von der Dame, die so an der Mauer so gelehnt war, nochmal. Genau da. Das ist ja ein geiles Model. Ja, Oh. das ist Anja, die macht Ah. es auch mittlerweile sehr professionell und Toll. da muss ich sagen, das ist wirklich ein absolut geniales Foto, auch Ja. ohne Reflektor, ohne irgendwas Ja, entstanden. ja, ja. Ja, Absolut. grandios. Die Haare, toll. Ich hatte ja früher, habe ich ja wirklich so eine Aversion gegen rothaarige Frauen gehabt. Und mittlerweile, ich finde rothaarige Frauen vor der Ja, Kamera es einfach ist grandios. mega heiß und auch mega Boah. interessant. Und das ist jetzt eben ein Foto, das ist mal entstanden, wo ich mal ein Ringlicht Ich wollte gerade sagen, ausprobiert hatte. Ringlicht, ne? Genau. Ja. Also das sieht man es ja auch hier. Und da Ja. habe ich auch 2 Stunden investiert in die Bearbeitung. Da habe ich halt die Haare ein bisschen Ja, optimiert ja, und Augen ein ja, bisschen größer ja, gemacht, Lippen ein bisschen vergrößern. Also das sind halt so Dinge, die ich dann ja. auch mal mache. Und ja. Da war eins bei, das finde ich sehr sehnlich. Das finde ich sehr gut. Das finde Ja. ich toll. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ja. Und das ist immer, ich finde, das ist immer das, was ich auch mal sage, so, guck mal. Man könnte es von der Seite machen, man könnte es von hinten drauf machen. Nein, dieses leicht schräge, dieses 45 Grad drauf, das gibt so viel Tiefe und so, finde ich stark. Ja, vor allem, sie hat einmal in die Kamera geschaut und einmal so, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat das halt gewonnen. Das Ja, ist. genau. Genial. Das wirkt halt so unaufgeregt. Ja. Ja. Tim, ich danke dir vielmals. Ich danke dir. Warte mal, ich zeige mich jetzt nochmal. Genau. Moment. Ja, da bin Also. ich. Wenn ihr Tim sehen wollt, geht auf www.facebook.com, Tim mit Doppel-M, Punkt, Rehberg.fotografie. Da könnt ihr seine Bilder angucken, gebt seiner Seite ein Like, schaut, wie er sich entwickelt und seid bei dem Charity-Projekt bei ihm dabei. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei, wenn wir uns den nächsten Fotografen anschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tim, dir auch. Du Ja, bleibst noch vielen kurz in der Dank Leitung, und wir quatschen noch schönen mal kurz. Abend. Und dann schauen wir mal. So. Vielen Dank fürs Einschalten.